Hallo liebe Nuviso-Gucker, hier ist wieder Tacheles mit Röper und Stein. Tatsächlich sind schon wieder 2 Wochen rum, die Zeit rast und auch heute schauen wir mal wieder, was weltpolitisch so alles passiert ist. Es gibt eine Meldung, dass der IWF angeblich irgendwelche Staatschefs bestochen hat. Lukaschenko ist da einer von denen, der was gesagt hat. Da guckt man genau hin. Dann geht es natürlich jetzt in die heiße Phase des ganzen US-Wahlkampfes. Und in Sachen Corona gibt es natürlich auch wieder die eine oder andere Meldung. All das jetzt zusammengefasst, wie immer von unserem Analysten aus St. Petersburg, von Thomas. Und hier bitteschön Ausgabe Nummer 39 von Tacheles mit Röper und Stein. So, ein Gruß nach St. Moskau. Ja, alles klar. Du sitzt wieder an deinem Schreibtisch, warst wieder fleißig. Thomas, grüß dich, wie geht's dir? Mahlzeit, mir geht's gut. Ja, und erzähl mir doch mal ein bisschen von dir. Ja, was soll ich erzählen? Ich meine, ich höre mit Überraschung, was bei euch abgeht. Und ich habe dir ja vor ein paar Tagen ein Video geschickt, weil mich meine Freunde am Samstag ins Nachtleben gezerrt haben. Und da gab es ja dieses lustige Schild an der Wand auf Russisch in der Disco-Bar, also es ist eine Bar mit Tanzfläche, wo da drauf steht: Verehrte Gäste, bitte halten Sie 1,5 Meter Abstand. Und dann habe ich ja so rübergeschwenkt auf die Tanzfläche, wo die Leute eng an eng standen. Ja, es interessiert ja keinen Menschen mehr. Also du siehst auch eigentlich 1-2 Masken am Tag, wenn du durch die Stadt rennst. Mhm. Das ist vorbei in Russland. Also, Corona ist durch in Russland, kann man das sagen? Ja, also man sagt durch. Also die Maßnahmen sind durch. Also Corona ist da, es ist Thema. Sie melden noch jeden Tag die Zahlen. Es sind, glaube ich, 4.000 Neuinfektionen am Tag. Aber sie sind entspannt. Also sie sagen, ja, wir haben da auch Leute im Krankenhaus und seid vorsichtig. Und die Krankheit ist da, sie ist nicht ungefährlich. Und, ne, aber in der U-Bahn musst du Masken tragen. Wenn du in die Ämter gehst, musst du Masken tragen. Aber sonst ist vorbei. Okay. Thomas, wir müssen jetzt offiziell konstatieren, dass wir jetzt also einen Beweis dafür haben, dass die Polizei unsere Sendungen anschaut. Wir haben es jetzt sozusagen offiziell, aber nicht so, wie es jetzt sich anhört, sondern es gab vor kurzem einen Polizisten, der auf einer Demo gesprochen hat. Und ja, der hat sich doch tatsächlich auf diesen Ausdruck bezogen. Lückenpresse ist viel schlimmer wie Lügenpresse. Und so hat es der Thomas Röper immer gesagt. Und da hat es mich echt umgehauen, als ich das gehört habe, weil ich saß direkt vor der Bühne in Augsburg, als der Polizist aus Mittelfranken das gesagt hatte. Und ich habe dann hinterher mit ihm Kontakt gehabt und da hat das also nochmal bestätigt, dass er also wirklich alternative Medien schon seit langem konsumiert und genau versteht, was hier los ist. Also das Ganze dir auch an deinen Hut stecken, diese Federn, dass du mit zur Aufklärung beigetragen hast bei diesem Klientel. Ja, ja, du hattest mir das ja sofort geschrieben. Ich fand es sehr nett, du hast mir auch das Video geschickt. Das habe ich danach von sehr vielen bekommen noch. Ja, also ich meine, es freut mich, weil das ist, ich habe ja so ein paar Kernsätze, die ich immer wichtig finde, dass sie rüberkommen. Und einer davon ist tatsächlich: Lückenpresse ist schlimmer als Lügenpresse, einfach aus dem Grund: eine Lüge kann der Leser erkennen, wenn er nachdenkt beim Lesen. Eine Lücke zu finden, wenn er etwas nicht weiß, das ist dann praktisch unmöglich. Und das macht Lückenpresse so gefährlich, weil eben, ja, wenn die Leute etwas nicht wissen, merken sie die Manipulation nicht. Die Lüge kann man merken, die ist riskant und deshalb nicht so gefährlich. Also riskant für den Lügner, ne, für die Medien. So, deshalb ist Lücke, das sehe ich immer wieder in Artikeln, ist viel schlimmer. Und wenn es jetzt so ist, dass diese Losung von mir durchs Land geht, dann freut mich das, weil ich finde es wichtig. Ja, ja. Also es war wirklich eine interessante Entwicklung. Es war ja der erste Staatsbeamte sozusagen, der sich kritisch geäußert hat gegenüber diesen ganzen Corona-Maßnahmen. Und es gab auch mittlerweile schon andere Polizisten, also Staatsbürger in Uniform, die gesagt haben, hier läuft einiges schief. Und das hat natürlich eine große Debatte angestoßen. Die Herrschaften wurden natürlich sofort sanktioniert, dienstlicherweise. Und das Ganze wird natürlich noch weitergehen. Wir sind da nah dran und verfolgen das Ganze. Aber es kommt eine gewisse Dynamik rein in diese ganze Nummer. Und das finde ich natürlich durchaus positiv. Was daraus passiert, das werden wir sehen, weil der 29.8. ist ja wieder so ein großes Fixdatum, wo in Berlin sich eine große Menge versammeln möchte, um gegen diese Maßnahmen zu demonstrieren und vor allem, um auch für die eigenen Grundrechte wieder einzustehen. Ich bin gespannt, welche
Hindernisse den Veranstaltern diesmal in den Weg gelegt werden. Also das war beim letzten Mal schon sehr krass, dass also auch auf die ganzen Verleiher zum Beispiel von Stromaggregaten wurde so dermaßen großer Druck ausgeübt oder die waren schon politisch so gefärbt, dass es also nicht möglich war, Stromaggregate für die Veranstaltung beim 1. August zu besorgen. Dann mussten die sich die einfach kaufen, ja, um damit versorgt zu sein. Also, ich finde es lustig, ich muss da mal kurz rein, weil wenn ich jetzt höre, immer in Russland, wenn es um den Nawalny geht, dann heißt es immer, der würde Probleme haben, Säle zu mieten für seine Veranstaltung, nicht? Der Staat macht Druck. Gut, erstens macht er seine Veranstaltung, wie er lustig ist, aber zweitens ist es ja genau das, was deutsche Regierung und deutsche Medien Russland vorwerfen, was sie selber tun. Du meinst Nawalny, der Musteroppositionelle aus Russland sozusagen. Ja, 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 der saubere Oppositionelle, der eigentlich ein waschechter Nazi ist, wenn du dann seine Videos mal hörst, was der erzählt, das ist ein Rassist, das geht auf keine Kur. Aber egal, also genau dieser Musterdemokrat, aber ich finde es einfach spannend, wirklich spannend, dass es heute so ist, dass der Westen all das tut, was er früher den bösen Diktatoren vorgeworfen hat, nämlich mit systemkritischen Leuten. Sie zu unterdrücken, Dissidenten zu verfolgen, kritische Beamte zu sanktionieren. Das sind Tendenzen, das hat mit Demokratie und Meinungsfreiheit nichts mehr zu tun. Wie immer zweierlei Maß, haben wir schon so oft festgestellt, auf der einen Seite wird es verurteilt, auf der anderen Seite wird es begrüßt, ob das Black Lives Matter war und dann die Demo in Berlin. Zwei gleiche Ereignisse von den Mengen her, von den Menschen, die sich versammelt haben. Einmal ist es gut, einmal ist es schlecht in den offiziellen Darstellungen. Und interessanterweise, um kurz noch auf Corona zu kommen, jetzt ist es 2,5 Wochen, fast 3 Wochen nach der Veranstaltung in Berlin und nichts passiert. Wo ist die große Welle? Also, verstehst du? Also, das ist so hanebüchen und das müsste doch jetzt eigentlich immer mehr Leuten dämmern, dass es irgendwie so nicht so wirklich funktioniert, die offizielle. Ja, übersetze es nochmal, keep calm and sicker blood ist so viel wie... Das kannst du schwer übersetzen, aber das ist so irgendwie keep calm und scheiß drauf oder so, keine Ahnung. Aber take it easy, ja. Ruhe bewahren und suchen Sie einen sicheren Ort. Das gibt es auch, ja. Ja, das ist schon eine harte Formulierung. Das ist jetzt nicht von mir, das ist schon eine sehr harte Formulierung auf Russisch. Darum ist Scheiß drauf schon in die richtige Richtung. Okay, also alles nicht so wild nehmen. Thomas, also wie gesagt, wir wissen, dass wir prominente Zuschauer haben und an all diejenigen, die uns zuschauen, an dieser Stelle auch der Gruß. Wir versuchen hier wirklich Informationen zu verarbeiten oder aufzuarbeiten, wie es sein sollte. Also ich bin kein Journalist von der klassischen Ausbildung her, sondern ich tue das, was Journalisten eigentlich tun sollten. Wir gehen den Dingen auf den Grund. Und da bin ich umso dankbarer, dass du da auch mitmachst, weil durch dich können wir ja überhaupt diese ganzen Analysen erstmal auch überhaupt erst haben. Ne? Das ist ja deine Arbeit, die wir hier besprechen. Also wir sind sozusagen Bürgerjournalisten, die das tun, was der Mainstream gerne vergisst. Und insofern würde ich jetzt gerne einsteigen in die ersten Themen, die wir uns ausgesucht haben. Ganz groß natürlich, Anfang der Woche wurde gemeldet, dass, ja, ich sag's mal in einem Satz, der IWF soll sozusagen Staatschefs erpresst haben oder bestochen haben. Es gibt Geld, wenn ihr dafür den Lockdown verhängt. So, das war die Meldung und das habe ich jetzt ungefähr in 10 verschiedenen Mails habe ich das mitgeteilt bekommen bei meinem WhatsApp-Kasten. Quillt über vor diesen Nachrichten und alle sagen, hey, wenn das stimmt, dann ist ja wirklich krass. Du hast dir diese Meldung zur Brust genommen und findest da natürlich einen etwas differenzierteren Blick. Deine Einschätzung bitte zum Herrn, ja, also zum IWF. Ich war fast ein bisschen überrascht, dass das plötzlich so rumgeht, weil das hieß ja in dem Artikel, es sind ja so zwei Dinge, die in Deutschland rumgehen. Das ist einmal das YouTube-Video und einmal der Artikel, der da veröffentlicht wurde. Und da ist ja von investigativen Journalisten die Rede, die da ganz toll recherchiert hätten. Da war ich schon überrascht, weil das ist eine alte Meldung aus Juni. Und mit Russischkenntnissen und einer handelsüblichen Suchmaschine hat man die in einer Sekunde gefunden. Es geht also darum, also gemeldet wird in Deutschland, ne, der IWF hätte Lukaschenko bestechen wollen, hätte ihm persönlich 900 Millionen geboten und so weiter. Das ist alles Quatsch. Fakt ist, der IWF hat irgendein Soforthilfemaßnahmenprogramm, ich glaube, das sind 40 Milliarden Euro, ich habe keine Ahnung, genau weiß ich es nicht, für Länder, die eben jetzt Corona-Hilfen wollen.
So, der EWF soll ja die Weltwirtschaft stützen, sprich, es geht um Wirtschaftshilfe. Und der EWF hat ein Interesse daran, dass die Wirtschaft läuft. So wird ja offiziell erzählt. So, nun ist die Sache die, Weißrussland hat auch schon im März, glaube ich, Februar, März, Gelder beantragt. Und dann hat der Lukaschenko im Juni eben erzählt, der Lukaschenko ist ja einer von denen, auf den kommen wir heute eh noch öfter, von denen, die eben von Corona nicht viel halten. Der hat auch gesagt, ist nicht ungefährlich und seid vorsichtig, aber der hat keinerlei Lockdown-Maßnahmen gemacht in Weißrussland. Die Welt ist nicht untergegangen, die Menschen sind nicht massenhaft gestorben. Aber der EWF ist dann um die Ecke gekommen und hat, so hat Lukaschenko es erzählt, bei einer Regierungssitzung, die im Fernsehen gezeigt wurde, der EWF hätte ihm also angeboten, wenn du einen Lockdown machst, Zitat war, wenn du Maßnahmen einführst wie in Italien, dann bekommst du 940 Millionen Dollar für dein Land. Okay. Also nicht du in deine Tasche, sondern Wirtschaftshilfe. Ja. Und da hat er gesagt, also ne, wörtlich hat er gesagt, also dass wir, Gott bewahre, sowas machen wie in Italien, solche Zustände wollen wir hier nicht. Und dann verzichte lieber auf das Geld. So, also es heißt, um die Meldung auseinanderzunehmen, es geht nicht um Bestechung für Staatschefs durch den EWF. Aber nichtsdestotrotz ist es doch eine sehr zweifelhafte Meldung, wenn der EWF plötzlich anfängt, Wirtschaftshilfen daran zu koppeln, dass man einen Lockdown macht. Mhm. Denn der EWF sollte ja eigentlich, also der EWF ist ja jetzt keine Gesundheitsbehörde, der ist nicht für Hygienemaßnahmen zuständig, sondern der EWF sollte dafür sorgen, dass die Wirtschaft rund läuft. Und dann zu sagen, aber ich gebe dir erst Geld, wenn du deine Wirtschaft vorher abwirkst, das ist schon abstrus. Zumal, wie gesagt, Schweden und Weißrussland ja auch getroffen sind, eben dadurch, dass der internationale Handel eingebrochen ist. Die haben ja auch Probleme. Ist ja nicht so, dass die keine hätten. Nur eben nicht so große Probleme, weil bei denen zumindest die Binnennachfrage weiterläuft, weil es im Land weiter alles funktioniert. So, und wie gesagt, das heißt, die Frage ist, warum jetzt der EWF Corona-Hilfen, Wirtschaftshilfen an Lockdown bindet und die nicht auszahlt, wenn man keinen Lockdown macht. Die Frage ist sehr heiß. Und wenn wir an die letzte Sendung erinnern, passt sie genau in das Puzzle, was ich aufgebaut habe, darüber, über meine These, wer dahinter steckt, hinter diesem Corona-Hype. Denn auch der EWF wird von den gleichen Leuten kontrolliert, die ich letzte Sendung genannt habe. Das ist interessant. Ein weiteres Puzzleteil. Ja, okay. Und das gibt aber wie gesagt, die Meldung selbst ist nicht neu. Also es ist jetzt nicht so, dass da ein investigativer Journalist ganz, ganz viel und so, ne? Also nichts. Und seine Vorwürfe dann nach dem Motto, die italienische Regierung hätte sich Geld in die Tasche gescheckt und der serbische Präsident, das sind Behauptungen der Journalisten, die er durch nichts bemauert. Also da ist kein Beleg. Ne? Das ist seine Vermutung, ja, also wenn der EWF schon Geld, dann müsste ja vielleicht und hätte. Kann sein, muss aber nicht. Also es gibt keine Belege dafür. Also es wäre durchaus möglich, wenn da viel Geld fließt, dass das natürlich dann auch in andere Kanäle umgeleitet wird. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert. Völlig korrekt. Aber ja. Es ist zunächst einmal keine Hilfe, wo der EWF gesagt hat, lieber Präsident X, ich gebe dir das Geld, sondern das war fürs Land. Mhm. Wenn der Präsident X Hilfen, die an das Land gehen, abzweigen kann, ist das aber ein anderes Thema. Und das macht er dann schon intern. Ja, aber das wirft natürlich auf diese ganze Corona-Panik ein doch etwas anderes Licht, ja, wenn jetzt der IWF dann plötzlich anfängt, seine Zahlungen an diesen Lockdown zu knüpfen, gibt es wirklich ein Geschmäckle, sagt man in Schwaben dazu, um das mal harmlos darzustellen. Also deine Argumentationskette, dass der tiefe Staat vor allem hinter die Demokraten, hinter diesen ganzen weltweiten Panik... Konkret, ja. Wenn es nochmal geht, also wie gesagt, die ganze Kette, Sendung 38, letzte Sendung bitte angucken dazu, da habe ich es Wir haben es anderthalb Stunden aufgebröselt mit allen Puzzlesteinen, wie ich dazu komme. Und dann kann man sich das angucken. Aber die Folge ist, um das nicht alles zu wiederholen, die Unterstützer der Demokraten, das ist ja eine Gruppe. Ja. Das ist Soros, das sind andere NGOs, das sind gewisse Wirtschaftskreise und so weiter. Die haben ein Interesse an Corona. Und die haben auch die Macht, die Maßnahmen durchzusetzen. Sie haben die Macht, Regierungen zu beeinflussen, die Toten auf eine bestimmte Weise zu zählen. Sie haben die Macht, den Medien eine Berichterstattung vorzugeben. Und sie haben eben auch zum Beispiel auch den EWF. Hängt da auch dran, an diesen Leuten. Ne? Und von daher, das passt rein. Ja. Und natürlich auch die Mittel, dementsprechend die Leute in die Positionen zu bringen. Herr Spahn zum Beispiel war bei den Bilderbergern, bei den Königsmachern sozusagen. Und diese ganzen Thinktanks, die es da im Hintergrund gibt, die sind also alle sehr eng verknüpft mit diesem Netzwerk. Herr Spahn hatte einige Korruptionsskandale, die stehen sogar im deutschen Wikipedia zu lesen.
Die haben sie auch nicht rausgekommen, die verschwinden wahrscheinlich bald aus dem Artikel. Der hatte Korruptionsskandale schon. Der hat gleichzeitig, wo er für irgendwas als Staatsminister tätig war, hat eine Lobbyfirma gegründet und dann die Sache befeuert, die er als Staatsminister gemacht hat und da Geld verdient. Also das wäre in jedem normalen Land Korruption. In Deutschland ist das ja okay. Ein Bundestagsabgeordneter darf ja dazu verdienen mit Nebeneinkünften, wenn er sie nur ordnungsgemäß meldet. In jedem normalen Land wäre das Korruption, was der gemacht hat. Und das hat er nicht nur einmal gemacht. Eine persönliche Frage, wie findest du die Meldung, dass er gerade in diesen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten jetzt sich für 4 Millionen eine Villa gekauft hat mit seinem Ehemann zusammen? Hältst du ja, das moralisch für einen Arsch? Also ne, den Leuten geht es schlechter und die Regierung sagt mir doch egal, ich habe 4 Millionen, kaufe eine Villa. Schlechtes Zeichen, schlechtes Timing, würde ich sagen. Wenn man immer davon redet, dass die Politik irgendwie mit der, ne, mit der Gesellschaft und der Bevölkerung, also so von dem Solidarischen sehe ich da nichts. Und die andere Frage, ist natürlich teuer, so eine Villa. Ne? Ob er das Geld hat, weiß ich nicht. Aber er verdient gut und sein das ist ja das Schöne, sein Mann, die sind ja verheiratet, der ist übrigens auch Lobbyist. Was der macht ist, der? Der war Journalist bei Burda im Berliner Büro und ist dann plötzlich von denen befördert, die haben extra die Stelle geschaffen für ihn. Die haben dann extra eine Stelle geschaffen im Berliner Büro von Burda, für einen Lobbyisten in allgemeinen gesellschaftspolitischen Fragen. Er hat gar keinen genauen Aufgabenbereich. Klingt auch schwammig. Ja, also, Aber er kriegt gutes Geld, sicher sehr gutes Geld dafür, dass er irgendwas lobbyiert, was Burda anscheinend gefällt, und ist gleichzeitig der Mann des Gesundheitsministers Spahn, der gerade, also ja, man kann da Fragen stellen. Die Frage ist ja, verdient man als Journalist und Minister so gut, dass man 4 Millionen hinblättern kann? Das denke ich von aus. Also ist ja, kannst ja finanzieren. Der Spahn hat 300.000 Euro Gehalt im Jahr. Als Lobbyist, als Führungskraft bei Burda wird der andere nicht viel weniger haben. Also die haben sicher zusammen über 500.000 Jahresgehalt. Und da sind die Nebeneinkünfte von Spahn noch gar nicht eingerechnet. Und mit 500.000 Jahresgehalt, kannst du Leben, schon, selbst wenn du auf großem Fuß lebst, brauchst du 100.000 und dann hast du schon wirklich gut gelebt. Hat er 400.000? Also ist machbar. Es geht nicht darum, ob er es sich jetzt leisten kann oder nicht, sondern es geht um das politische Zeichen, dass man sagt, so wie Marie Antoinette, ja, wenn es kein Brot gibt, soll das Volk doch Kuchen essen. Ne, so. Ja, das ist genau der Punkt. Und der andere Punkt ist eben auch, was ich sehr bedenklich finde, ist, wenn jemand wie Spahn, der schon aufgefallen ist durch ziemlich unsaubere Lobbygeschäfte, die Interessenkonflikte mit seinem politischen Amt hatten, wenn der jetzt, ich meine gut, ne, wo die Liebe hinfällt, aber wenn jetzt ausgerechnet sein Mann plötzlich Lobbyist wird, liegt der Verdacht nahe, dass Spahn seine Lobbygeschichte über den Mann laufen lässt, dann muss der Bundestag nicht mal irgendwas melden. Also da ist halt so viel Geschmäckle, dass ich eigentlich schon kotzen möchte. Wenn ein Friese Geschmäckle sagt, dann ist das auch was Wichtiges, ja. Ja, dann möchte der Friese auch gleich kotzen. Aber ich bin kein Friese, bitte. Achso, ja, du bist ja Schleswig-Holsteiner. Du kommst ja von ganz weit. Eigentlich geboren in Bremen, das ist um die Ecke von Nordfriesland, aber nicht Friese. Okay. Du, ja, aber lass uns hier bei dem Thema Weißrussland bleiben. Das hat ja als indirekt auch zu tun mit dem ersten Bericht, den wir gerade besprochen haben. Dieses Land ist jetzt plötzlich in den Fokus gerückt in den letzten Tagen. Es wird täglich sozusagen die Berichterstattung hochgetrieben. Es erinnert den interessierten und mündigen Bürger natürlich, oder das erinnert daran, dass wir das schon öfters gesehen haben. Stichwort Regime Change. Also wir haben hier wieder die gleichen Maßnahmen, dass also nach einer Wahl plötzlich das Ergebnis angefochten wird. Da kann man drüber streiten oder nicht, ob das jetzt gestimmt hat oder nicht. Aber die Art und Weise der Berichterstattung erinnert doch sehr an den Maidan oder auch andere Umsturzversuche, die wir kannten von Syrien und arabischer Frühling und so weiter und so fort. Du hast natürlich einen ziemlich direkten Draht nach Weißrussland, weil du die Sprache verstehst. Die sprechen da auch Russisch. Du kannst also die Medien da alle verfolgen. Und auch das russische Fernsehen berichtet also ausführlich in den letzten Tagen, deiner Aussage nach, ziemlich objektiv und neutral über die Situation.
Wir zeichnen heute auf am Mittwoch. Die Sendung kommt erst online am Freitag. Das heißt also, wir sind nicht up to date. Also unsere Infos, die wir jetzt haben, sind zur Veröffentlichung 48 Stunden alt ungefähr. Das heißt, wir können nicht das aktuell Neueste vermelden. Aber wie ist denn dein Informationsstand bezüglich dem Herrn Lukaschenko? Wird die Luft für ihn jetzt langsam dünn? Dünn ist sie schon, ja, dünn ist sie sehr dünn. Also, wie gesagt, der Mann ist auch teilweise etwas schwankend, das muss man eben sagen. Es fehlt manchmal eine klare Linie. Also, als es losging mit den Demonstrationen in Weißrussland, da gab es wirklich Gewalt, und zwar nicht von der Polizei in erster Linie, sondern von den Demonstranten. Die sind mit Autos in Polizeiketten gefahren, haben also mit Autos Polizisten überfahren. Das war also schon ziemlich heftig, und dass die Polizei sich da wehrt, ist jetzt nicht allzu verwunderlich. Ich möchte einen deutschen Polizisten sehen, wenn da ein PKW in die Polizeikette fährt. Dann haben sie da in den ersten 2 Tagen 3000 Leute festgenommen. Danach war es friedlich. Also in Deutschland wurde weiter Polizeigewalt gemeldet, die es gar nicht mehr gab. Ja, also ab Mittwoch war das dann friedlich, weil sie die 3000 Chaoten hatten sie eingesperrt. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die westliche Medienmacht da und auch das Empfinden der Menschen in Weißrussland. Die Tatsache, dass es solche Unruhen gab, hat die Leute da sehr erschüttert und hat mit Sicherheit auch eine weitere Verstärkung der Anti-Lukaschenko-Stimmung geschaffen. Also wenn es zur Wahl, es gibt jetzt keine neutralen Umfragen, aber nach allem, was ich so von Analysten höre, was auch mein Gefühl ist, war das so zur Wahl 50-50. Also er hätte die Wahl eigentlich auch ehrlich gewinnen können, die 80%, glaube ich ihm auch nicht. Aber ich denke, die Stimmung ist gekippt in dem Land. Ich denke wirklich, die Stimmung ist gekippt, nachdem es 2 Tage diese gewalttätigen Bilder gab. Dann wird es ja emotional, da guckt keiner nach, wer es gewesen ist. Aber warum gerade jetzt? Das ist doch ziemlich auffällig, dass das genau jetzt passiert, diese Stimmungsschwankung oder dieser Stimmungswechsel, weil 26 Jahre, seit 2004 ist er jetzt an der Macht. Die letzten Jahrzehnte war halt Weißrussland, der letzte Diktator Europas, wie er so schön heißt immer. Aber jetzt genau dieses Timing, woran machst du das fest oder was siehst du daran? Die Versuche gab es bei so ziemlich jeder Wahl, nur sie waren erfolgloser. Das Problem ist, es ist immer das, was ich so interessant finde, auch mit Diskussionen in Russland mit Leuten, das gilt auch für Weißrussland. Du hast ja gerade junge Leute, die ihr Leben lang den Präsidenten gehabt haben, ob er jetzt Putin oder Lukaschenko heißt. Und du hast viele junge Leute, die sagen, sie wollen ein neues Gesicht an der Macht. Wenn du sie fragst, was sie genau ändern wollen, dann haben sie meistens gar nicht viele Ideen. Das ist sehr emotional nach dem Motto, der ist so lange da, will man einen neuen sehen. Und das ist auch in Weißrussland. Der Mann ist 26 Jahre an der Macht. Und die Leute, also ne, vor allem eben die Jüngeren, sind eben da und sagen, es muss jetzt mal eine Änderung her. Die wissen nicht genau, was sie ändern wollen, aber es muss was ändern, muss sich was ändern. Das ist so eine emotionale Stimmung und die konnte man dieses Mal anfeuern. Also dieses Mal waren sie gut genug vorbereitet. Man kann das inzwischen auch sehen. Also es gibt die ganzen Oppositionsdinger sind alle an Faden des Westens. Das ist ganz spannend. Also es gibt so Internetkanäle, Nexter und wie ist der andere, weiß ich jetzt nicht mehr. Nexter sitzt in Polen. Das ist einer von denen, die ganz viel berichten und da koordinieren, wie die Proteste und ne, Zeittafeln veröffentlichen, wann wo demonstriert wird, sitzt in Warschau. Die Tichanowskaja, die jetzt die Wahl gewonnen haben soll, sitzt in Litauen. Litauen hat offen gesagt, die Regierung hat offen gesagt, dass sie weit über 100.000 Dollar Geld für oppositionelle NGOs jetzt nochmal dazu geben will. Das heißt, die Ukraine, der zweite große oppositionelle Tsepkalo, von dem werden wir noch viel hören, glaube ich. Ich glaube, das ist der Mann im Hintergrund. Der sitzt in Kiew und ist jetzt gerade nach Warschau geflogen. Also das sitzt auch nicht in Ukraine, in Weißrussland. Die hängen alle an den transatlantischen Fäden. Also egal, wen du da nimmst, da ist jetzt keiner, der eine rein weißrussische Hintergrund hat oder irgendwas. Das ist alles an Fäden des Westens. Siehst du denn die typischen Machtspielchen wie bei anderen Regierungswechseln auch, dass also die NGOs reinkommen, dass also Druck aufgebaut wird? Schema F, Regime Change, kennen wir ja schon oft. Das ist ja wie ein Drehbuch, dass das mittlerweile abgearbeitet wird. Kannst du diese Dinge auch erkennen? Die sind offensichtlich, da musst du nicht suchen. Also du siehst es an den Äußerungen der westlichen Regierung. Jetzt erkennen sie alle die Wahlen nicht an. Liebe Leute, wir haben Völkerrecht, Einmischung in innere Angelegenheiten ist nicht erlaubt. Ja, geht nicht.
Also was würde Deutschland sagen, wenn Weißrussland sagt, wir erkennen eure Wahlen nicht an, wir erkennen Merkel nicht an? Hä? Ja, unvorstellbar. Also die Arroganz des Westens, sich überall einzumischen, ist unglaublich. Und wenn in einem Land Wahlbetrug passiert, das kann ja passieren, aber dann ist es eine Sache, die das Land selber klären muss. Und nicht von außen. Es ist so, ne, warum fragt jetzt keiner in Saudi-Arabien nach Wahlbetrug? Ach so, weil nicht gewählt wird. Stimmt, das ist der Grund. Das ist ja ein Königshaus. Die offizielle Erklärung vom Herrn Seibert war, ja, das ist mit der Demokratie da etwas schwierig, weil das ist ja ein Königreich. Da kann man das nicht so eins zu eins übertragen. Das war, ich erinnere mich an dieses Statement vom Herrn. Ja, wie gesagt, also da haben sie nicht viel zu meckern, weil Saudi-Arabien ist eben westfreundlich. Lukaschenko ist es nicht. Also auf jeden Fall, aber du siehst eben wirklich an den Äußerungen, das ist wie bei meinen Damen, die haben dann auch dies nicht anerkannt und das nicht anerkannt und hier das Gleiche wieder. Es sind wieder die gleichen Leute, die das Gleiche nicht anerkennen und jetzt ist in Weißrussland schon die Rede und darum war der Hinweis wichtig, dass wir am Mittwoch senden, vielleicht ist es am Freitag schon passiert. In Weißrussland ist die Rede davon, dass die Opposition jetzt einen Koordinierungsstab gründet für die Machtübergabe. Okay. Also im Grunde ist es ein Putsch. Ja, stell dir vor, wir machen eine Wahl und dann kommt eine Opposition, die 10% gekriegt hat. Wir machen jetzt einen Koordinierungsstab. Frau Merkel, gib uns die Macht. Also das heißt, die nächste Eskalationsstufe ist eingeleitet sozusagen. Ja, und vor allem, wir sehen parallel zu Venezuela. Mhm. Wie lange dauert es jetzt, bis der erste westliche Staat um die Ecke kommt und sei es das kleine Litauen und sagt, wir erkennen Frau Tichanowskaja als Übergangspräsidentin an. Genau. Ja? Also es ist wirklich, es ist das exakte Schema F. Mhm. Es ist das exakte Schema F, das Standard, das Regime-Change, das Außenhandel. Was würde das jetzt bedeuten, wenn Weißrussland wirklich kippen würde, also sprich, wenn Lukaschenko wegkommt? Es gibt diesen Cordon Sanitaire, also diesen Gürtel von der Ostsee bis runter an, wo geht's hin, wo endet dieser Cordon? Also sprich, ein Gürtel komplett um Russland rum. Weißrussland ist ja da quasi die letzte Bastion sozusagen. Was würde das jetzt bedeuten, vor allem auch in den Augen von der russischen Regierung? Ja, für die russische Regierung wäre es inakzeptabel, wenn jetzt morgen die NATO-Truppen vor Smolensk stehen. Also ne, Smolensk ist jetzt wirklich schon Zentralrussland, dann hört der Spaß auf. Aber das ist so einfach nicht. Das Problem ist nämlich, in der Ukraine gab es ja den Nationalitätenkonflikt. Es gab tatsächlich im Westen der Ukraine ziemlich radikale Nationalisten und im Osten ethnische Russen. So, und an der Spalte konnte man ganz wunderbar den Maidan anfeuern. In Weißrussland gibt es das nicht. Es wird auch, also selbst wenn du das Fernsehen da guckst und die Politiker hörst, die sprechen alle Russisch. Weißrussisch spricht kaum jemand. Also ne, die sprechen Russisch da. Du kannst also so an den Nationalitäten da nicht zündeln wie in der Ukraine und die Verbindungen familiär sind auch sehr eng. Also die Grenze ist offen. Es gibt formell einen Unionsstaat zwischen Russland und Weißrussland. Der ist zwar nicht zu Ende umgesetzt worden, aber die Grenze ist völlig offen. Das ist eine grüne Grenze ohne Zoll, ohne alles. Und die Leute gehen da eben hin und her und Weißrusse kann in Russland arbeiten und so weiter. Und die Verbindungen, die familiären, sind sehr, sehr eng. Und da eben, wie gesagt, der Nationalitätenkonflikt fehlt, es ist nicht so einfach wie in der Ukraine jetzt mit einer antirussischen Welle zu kommen. Das wird nicht so leicht funktionieren. Aber es wird versucht. Also es gibt auch schon Oppositionskräfte, die so Formeln veröffentlichen wie, wir müssen da jetzt die Grenze zu Russland schließen und so weiter. Die Stimmen gibt es auch. Also ganz parallel zur Ukraine solche Forderungen. Wie gesagt, darum vermute ich, dass wir von dem Zepkalo noch einiges hören werden, der eben da von Kiew gehandelt hat und jetzt nach Warschau gegangen ist. Ich vermute, dass der, nicht die Tichanowskaja, die in den Medien ist, die sagt ja sogar selbst, sie will nur Übergangspräsidentin sein. Also ist das dann der weißrussische Guaido, der Zepkalo? Das klingt ja, das ist ja fast ein Reim. Also den Namen habe ich bei dir jetzt gerade zum ersten Mal gehört. Ja, den werden wir öfter hören. Ja. Den werden wir öfter hören. Ich glaube, das ist der Mann, auf den es hinausläuft. Wenn Sie Lukaschenko wirklich kicken wollen, ist es der, auf den es hinausläuft. Die Frage ist, ob Sie es schaffen. Also Lukaschenko sitzt nicht fest im Sattel. Die Frage ist jetzt wirklich, ob der Machtapparat zu Lukaschenko steht oder ob da Leute anfangen, die Fahnen in den Wind zu hängen nach dem Motto, wenn der fällt, ne, will ich meine Freunde behalten. Muss man jetzt abwarten. Also es ist wirklich für mich schwer einzuschätzen, wie das ausgeht. Hältst du es für möglich, dass das auch eine Art Bestrafungsaktion ist, weil er sich dem Corona-Diktat der Welt sozusagen verschlossen hat? Er hat ja gesagt, gibt es nicht bei uns, wir spielen Fußball, wir machen das normale Leben weiter und siehe da, auch in der Ukraine ist nichts passiert. Nichts passiert. In Weißrussland gab es keine Pandemie, sondern den normalen Verlauf
dieser mehr oder weniger anderen Art von Grippe. Ich habe einige Stimmen gehört, dass eben Lukaschenko hier bestraft werden soll und jetzt endgültig sozusagen dann entfernt werden soll als Strafe sozusagen. Nein, Corona ist, es ist ein Zufall, dass es ist ein Zufall, dass sein Präsidentschaftswahlkampf im Corona-Jahr ist. Ja, Meinst du also jetzt, ohne die Wahl wäre diese ganze Kampagne gar nicht lanciert nein, worden? man muss es ja an irgendwas aufhängen. Und wie gesagt, in der Ukraine konntest du es an dem Assoziierungsvertrag aufhängen und dann an der Spaltung zwischen ethnischen Russen und ethnischen Ukrainern. Daran konntest du Klar. das geht immer. Das heißt, du brauchtest die Wahl und musstest dann behaupten, die ist gefälscht. Das haben wir auch in Bolivien gesehen und in Venezuela. Das ist ja auch ein alter Trick. Das heißt, ohne die Präsidentschaftswahl wäre da nichts passiert, weil wenn du die Bilder siehst, es ist ja nicht so, dass du in Weißrussland die Leute auf die Straße kriegst, weil sie jetzt Masken tragen wollen. Ja, auch die Opposition, die sind ja alle ohne Maske unterwegs. Das interessiert ja kein Schwein da. Also von daher, mit Corona hat das nichts zu tun. Das hat wirklich damit zu tun, sie wollen ihn weghaben und das ist jetzt vom Datum zusammengefallen. Eigentlich ein interessanter Gedanke, dass die Opposition da eigentlich auch dann bestätigt, dass Corona eigentlich ein Fake ist. Ja, das Weil, ist ja. verstehst du? Ist ein Thema, ja, ich weiß. Aber wie gesagt, ich sehe es ja auch in Russland. Also, wenn ich das höre, was ihr mir in Deutschland erzählt, ich habe kurz in eure aktuelle Homeoffice reingehört, was da in Bayern abläuft, mit dem Abstandsstab vom. Also ich, Vom Schwimmbad, dass da jemand Angestellter draußen ist. Die Polizei war am, für die, die es nicht gesehen haben. Familie Höfer war im Urlaub in Bayern und musste dann vor dem Schwimmbad feststellen, dass aufgrund einer Polizeikontrolle vom Tag vorher die Maßnahmen so streng umgesetzt werden, dass also eine Angestellte mit einem 1,5 Meter Stab zwischen den einzelnen Gästengruppen steht und die müssen mit Maske und genügendem Abstand vor der Halle warten, um dann innen drin in der Halle alle zusammen im Massenbad zu schwimmen und sich zu treffen und Kontakt zu haben. Also ein Widerspruch in sich, aber ich kann das auch aus täglichen Erfahrungen hier bestätigen. Bayern ist Law and Order. Da hat der Söder durchgegriffen und der kann auch viel mehr sagen da. Also der könnte auch Kanzler, weißt du so. Also ich weiß nicht, in welche Richtung sich das alles entwickelt, aber es ist nur ein Beispiel für die Irrationalität in dieser Zeit ja, eben, ja. wie gesagt, ich lebe in Russland und hier ist es vorbei. Also na, gut, nochmal im Amt, ja. Aber auf der Straße siehst du keine Maske, in den Kneipen nicht, im Nachtleben nicht. Das gibt es nicht, ist vorbei. Es gibt also wirklich, ich habe das ja neulich, ich habe hier eine deutsche Clique von einigen anderen Deutschen, die hier wohnen, und wir treffen uns ab und zu zum Skat. Da habe ich dir da auch noch an dem Abend geschrieben. Wir haben dann in einer Kneipe im Zentrum, wo wirklich auch was los ist, auf der Terrasse an der Straße gesessen und Skat gespielt. 3 Stunden. Und wir haben auch Spaß die Masken gezählt. Es waren 9. In 3 Stunden. Ja, in der Stadt, mitten im Zentrum, wo die Leute da wirklich. So, und wenn ich dann höre, was bei euch los ist, ich verstehe es nicht. Und Weißrussland, wie gesagt, Russland hatte ja noch mal kurz Lockdown und so, ne, und Maßnahmen. Weißrussland hatte gar nichts. Den Leuten was von Maske zu erzählen, die fragen, was willst du von mir? Naja, Thomas, ich glaube, das Thema werden wir noch weiter behandeln in der nahen Zukunft. Ich vermute, dass innerhalb der nächsten 10 bis 14 Tage da große Veränderungen auftauchen werden in Weißrussland. Hältst du das auch für ein Zeitfenster, wo jetzt was passieren könnte? Das, wie gesagt, das kann jetzt schon Freitag, wenn die Sendung online geht, passiert sein. Das kann aber auch nie passieren. Also die Frage ist jetzt, wer hat den längeren Atem? Die Opposition will durchhalten und kriegt ordentlich Unterstützung aus dem Ausland. Lukaschenko will durchhalten. Gibt jetzt auch die Meldung, dass er, also hat er gesagt, nicht nur Meldung, ich habe es ja auch auf Video gesehen, er hat jetzt auch gesagt, okay, wir machen eine Verfassungsänderung und dann machen wir nach der Verfassungsänderung Neuwahlen für alles. Und dann gebe ich auch die Macht ab. Hat er auch schon gesagt. Vielleicht will er dann das Szenario spielen, dass er noch einen Nachfolger, wie das Jelzin gemacht hat, ne? Vorher einen Nachfolger einsetzen, selber abtreten. Und dann hat der Nachfolger ein halbes Jahr Zeit oder ein paar Monate, sich einen Amtsbonus zu erarbeiten und dann geht es weiter. So hat Jelzin ja Putin reingebracht. Alles spekulativ. Weder Zeitfenster noch, wie es weitergeht, das ist heftig, was da läuft. Also ganz schwer einzuschätzen. Wir werden es weiter verfolgen. Ich bin mir sicher, in unserer nächsten Sendung gibt es da schon ganz aktuelle Entwicklungen. Kommen wir zu uns. Es gibt Aufregung um ein mit, ich sag mal, Zwangsgebühren finanziertes Computerspiel. Ich blende mal kurz die Szene ein hier. Es geht um diesen Artikel von dir. Und zwar heißt der Corona-Computerspiele und harmlose Antifa, wofür ARD und ZDF 45 Millionen GEZ-Gebühren verschleudern. Ich habe heute sogar schon von einem Freund eine ganz empörte WhatsApp bekommen, der mir den Link zu diesem Spiel gegeben hat, wo er auch gedacht hat, das kann doch gar nicht wahr sein. Da gibt es jetzt also ein Computerspiel,
indem du Krankenschwester spielen kannst und kannst da gegen. Lies mal einfach die Spielbeschreibung vor. Ich habe sie ja da drin zitiert. Lies mal einfach die, was sie selber über das Spiel sagen. Nicht deine Wertung, lies es vor, was sie selber schreiben. Hier steht: Schlüpfe in die Rolle einer Krankenschwester, die nach einem harten Arbeitstag einfach nur im Supermarkt einkaufen will. Aber Vorsicht, überall lauern Infektionsgefahren. Nimm dich in Acht vor Joggern, Party-People, Preppern und hochansteckenden Kindern. Schlage zurück, indem du deine Gegner desinfizierst. Hast du das Zeug, um Corona ein für alle Mal zu besiegen? Ja, das ist natürlich dann schon geil. Also Prepper sind ganz gefährlich. Diejenigen, die sich für eine Krise vorbereiten, die sich Jogger, präparieren. So. Jogger, Jogger und Kinder sind gefährlich. Hochansteckende Kinder, ja. Und das Ganze wird dann eben Oh. finanziert. Man kann es im Impressum lesen. Von ARD und ZDF sind gemeinsam Träger und gleichberechtigte rundfunkrechtliche Veranstalter des Angebots. Also, ja, also da weiß man mal, wo die ganze GEZ hineinfließt in so pädagogisch wertvolle Ja. Geschichten. Also dazu jetzt ein paar Anmerkungen. Ich kriege ja immer Reaktionen. Es hat natürlich, meine Leser sind ja inzwischen sehr fleißig. Die schreiben ja aufgrund meiner Artikel an alle möglichen Leute Briefe. Und so hat sich auch einer dann an die ZDF und so gewandt und gesagt, was ist das denn für ein Scheiß? Und dann hat das ZDF geantwortet, das wäre Satire. Das meinen die gar nicht ernst, das ist Satire. Okay, das nur als Anmerkung. Und jetzt kommt aber der Witz, der für mich noch viel schlimmer ist, ist die Tatsache, es ist ja nicht nur dieses eine Computerspiel, das ist in Sachen Corona eine klare Indoktrinierung, ne? Man will den Kindern da was in den Kopf hämmern, aber die 45 Millionen, das Ganze ist, das Spiel ist Teil des Projektes Funk. Funk ist ARD und ZDF und da hatte ich früher mal von gehört. Es gab also Pläne, dass ARD und ZDF mit 45 Millionen Euro junge Influencer-Talente unterstützen wollen. Und das ist anscheinend genau dieses Funk, weil wenn du auf die Seite von Funk gehst, dann siehst du ganz viele nicht allzu gut gemachte Videos von Influencern, die ja beide das Narrativ bedienen. Also alle, ne, so rechts ist doof und Corona ist gefährlich und Antifa ist eigentlich gar nicht so schlimm. Solche Videos kriegst du da. Und dafür geben sie also 45 Millionen aus, für dieses Projekt Funk, für diese Schwachsinn. Und jetzt kommt der Hammer, wenn du drauf guckst, wie viele Leute die Seite sehen. Dann hat die Seite im Monat so etwas unter 200.000 Zugriffe. Der Antispiegel schwankt zwischen normal 300 und 500 oder 350, 500.000. Die haben also halb so viele Zugriffe mit 45 Millionen Euro Budget wie der Antispiegel, den ich hier alleine in meiner Küche bastel. Jetzt musst du das hochrechnen, das sind 2,4 Millionen Zugriffe pro Jahr und dafür geben sie 45 Millionen aus. Jeder scheiß Zugriff kostet irgendwie 4 Euro. Das zahlt ihr mit euren GZ-Gebühren. Das heißt, die machen ein Angebot für 45 Millionen, das kein Schwein sehen will und ihr bezahlt. Ich erspare mir meinen Kommentar gerade. Meine Ader Also, hier oben, die pocht, sagt eigentlich alles. das ist immer lustig, wenn ich solche Sachen kriege. Ich kriege nur vom Leser nur den Link zum Spiel. Das fand ich sehr abstrus. Ich denke, guckst mal drauf. Und dann habe ich gesagt, das ist Verarschung, das kann keiner ernst meinen. Gucke ich aufs Impressum. Ne? Und dann habe ich, wie gesagt, durch. Impressum, Funk, was ist Funk? Und wenn du das zusammenbaust, dann stellst du fest, das Spiel ist nur der Spitze des Eisbergs. Die hauen 45 Millionen raus, um ihr gewolltes Narrativ durchzupeitschen, obwohl es keiner sehen will. Also es ist ja nicht so, dass sie gib mir 1 Million. Was glaubst du, wie viele Klicks ich mit einem Antispiegel hätte, wenn ich 1 Million für Werbung hätte? Ja? Ich habe keine Werbung, ich lebe von Spenden und habe doppelt so viel Zugriff wie ARD und ZDF, die 45 Millionen in das Programm reinballern. Und wenn du dann noch guckst, wie lange die Leute auf der Seite von denen sind, dann sind die kürzer auf dem Antispiegel als auf der Funkseite als auf dem Antispiegel. Das heißt, die Leute gehen auch gleich weg. Die klicken auch kaum was an. Die gehen darauf, gucken und sagen, Gottes Willen, und gehen wieder raus. Aber wir können konstatieren, dass eigentlich Propaganda oder Meinungsmache in allen Kanälen, in allen verschiedenen Ebenen probiert wird. Man versucht, die Leute in eine Richtung zu treiben, wie eine Schafherde. Da müsst ihr hin, alles andere ist illegitim. Und das Gleiche finden wir ja auch in der Antikörperstudie des Robert-Koch-Instituts und was die Medien eben draus machen. Dein aktuellster Artikel. Es geht um die Antikörperstudie,
die das Robert-Koch-Institut vorgestellt hat. Ich lese mal kurz vor, was bei dir steht. Die Berichterstattung über die Studie zeigt, mit welchen Mitteln die Qualitätsmedien von der wichtigsten Erkenntnis der Studie ablenken wollen. Sie machen es sehr geschickt und verdrehen dabei komplett die Wahrheit, wie ich in einem Spiegelartikel exemplarisch aufzeigen werde. Ja, ich bin gespannt. Thomas, was hast du rausgefunden? Wie wird wieder mal die Wirklichkeit auf den Kopf gestellt? Ja, die Antikörperstudie hat ja gesagt, die haben da, wie heißt der Ort, muss ich mal gucken, in Kupferzellen, das war so ein Hotspot mal. Ja. Und da haben sie irgendwie die Leute dann durchgetestet auf Antikörper. Und dann konnte man im Spiegel eben lesen, dass obwohl das ein Hotspot war mit ganz vielen Infizierten, ist nur ein Bruchteil infiziert, ne? Also nur ganz wenige. Das heißt, wir haben gar keine Herdenimmunität und das ist leider gefährlich, es können sich ganz viele infizieren. Also das war so im Grunde die Kernaussage des Spiegelartikels. Und dann kam natürlich noch das RKI, ne, das auch gewarnt hat, wie schlimm das alles ist und ne, wir dürfen nicht die Kontrolle verlieren, das nicht so weiterlaufen lassen und so weiter. Also Katastrophenmeldung. Aber wenn man in die Zahlen reinguckt, dann stellt man fest, dass Antikörper wieder mal nicht vorhalten. Die haben also auch Leute getestet, die Corona-positiv waren, die haben gar keine Antikörper. Also auch die Antikörpertests zeigen nicht, wer alles Corona-infiziert war. Das ist nur eine Abweichung von 30%. Das heißt, in mehreren Studien habe ich das schon gesehen. Das heißt, das sind wahrscheinlich nicht die 7%, die sie gemeldet haben, die Corona-infiziert waren, weil sie Antikörper haben, sondern wahrscheinlich sind es ungefähr 10% der Bevölkerung. So, ist natürlich trotzdem zu wenig für eine Herdenimmunität, bla bla. Aber was mir völlig fehlt da drin, ist der Hinweis auf die Gefährlichkeit. Jetzt müsste man ja sagen, Kupferzell hat 6.000 Einwohner, 600 waren also 10%, waren also wohl infiziert mit Corona. Wenn wir jetzt tatsächlich in Deutschland 5% Tote hätten, wie offizielle Zahlen sagen, ja, dann müssten wir da irgendwie 30 Tote haben. Das haben wir aber nicht. Das heißt, was die Antikörperstudie aussagt, ich habe jetzt keine Zahlen gefunden. Irgendwer hat irgendwo einen Kommentar geschrieben, es hätte 3 Tote gegeben in Kupferzellen. Selbst wenn es 3 Tote sind, sind es 0,5% und nicht 5. Wobei noch nicht sicher ist, ob die an oder mit Corona gestorben sind. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Die Statistik wird ja, ne, jeder, der es mal hatte, der mal positiv war, ne, haben wir letzte Sendung auch ausführlich gezeigt mit Quellen. Ja, ja. Jeder, der mal Corona hatte und dann später stirbt, der ist Corona-tot an der Statistik. Also die 3 kannst du noch hinterfragen. Ob die 3 stimmen, weiß ich nicht. Ich habe es also ohne Quelle nur in irgendeinem Kommentar auf Facebook. Nur Fakt ist, egal ob es jetzt 1, 3 oder 5 waren, nach den Zahlen, die uns gemeldet werden mit 5% Sterblichkeit und ganz gefährlich, hätten es 30 sein müssen. Und was die Medien eben nicht melden, ist die Tatsache, dass alle Antikörperstudien, es gab jetzt in Italien welche, es gab in der Schweiz welche, jetzt gab es die vom RKI, alle kommen zu dem Schluss, die Sterblichkeit von Corona liegt wahrscheinlich weit unter 0,5%. Also sie liegt über einer Grippewelle, ja, ja, aber eben nicht auf Pest, wir werden alle verrecken. Ja. So, und das ist die Kernaussage, in meiner Augen die Kernaussage dieser Studie, aber das wird in den Medien nicht gebracht. Ja, anstatt zu sagen, okay, entspannt euch ein bisschen, ne, das Virus ist da, aber es sterben, weiß ich, 0,5% nur dran, wird gesagt, nein, nein, um Gottes Willen, wir sind so wenig Infizierte, dass wir kommen die zweite Welle. Also drehen sie es um. Ein weiterer Beleg dafür, dass dieses Schreckgespenst permanent weiter aufrechterhalten werden soll. Also man nimmt irgendwelche Zahlen, verdreht die so lange, bis es in das offizielle Narrativ passt und hat wieder etwas, um die verschreckten Leute mit Daten und Fakten zu versorgen. Die Faktenchecker dürfen das dann groß rausbringen und so weiter. Und Kabarettisten dürfen dann damit ihr blödsinniges Programm machen und weiter von den GZ-Gebühren profitieren. Ich will jetzt diesen zurzeit im Gespräch sich befindlichen Kabarettisten nicht wörtlich erwähnen, aber ich glaube, die meisten Leute wissen, wen ich meine. Sein Lohn waren 30 Silberlinge übrigens für diese ganze Nummer, habe ich auch kürzlich erst erfahren. Du weißt gar nicht, hast gar nicht mitgekriegt, ne? Hast du echt nicht mitgekriegt? Nee. Das ist ja krass. Ich wohne im anderen Land. Ich gucke keinen Fernsehen bei euch. Ja, ich dachte, du hast das vielleicht mitgekriegt. Ein gewisser Herr Florian Schröder
hat in einem Programm beim Norddeutschen Rundfunk ein kabarettistisches Video Stück doch gekriegt, gebracht. ja. Genau. Ich habe sogar an alle meine WhatsApp-Kontakte geschickt und habe mir da die Finger wund getippt, damit auch alle das kriegen, so nach Motto Kommentar, der NDR ist übernommen worden und jetzt endlich die Revolution. Es gab zweigeteiltes Programm, also der erste Teil von diesem Stück war eher Kritik an den Corona-Rebellen und das zweite war eher auf Seiten der Corona-Realisten. Und das hat natürlich dann die Veranstalter der Querdenken-Demo dazu veranlasst, den Herrn mal nach Stuttgart auf die Bühne einzuladen. Weil wenn er schon aufgewacht ist, dann kann er ja zu denen sprechen, die da verstehen, was passiert. Jetzt hat der aber den Strick umgedreht und hat denen quasi vorgehalten, dass sie nicht tolerant sind. Wenn er sagt, ihr müsst die Maske aufsetzen, müssen sie das auch ertragen und bla bla bla. Und hat da einen auf Oberlehrer gemacht und ist da auf der Bühne gestanden mit dem gestreckten Zeigefinger und hat alle mehr oder weniger blöd angequatscht. So nach dem Motto, ihr habt nichts verstanden hier. Er hat gesagt, er stellt sich der Debatte, hat er nicht gemacht, weil er ist dann nämlich abgehauen. Der kam auch mit der Panzerlimo und zwei Bodyguards da an. Also so entspannt war der da nicht. Ja. Und jetzt wird er durchgereicht durch alle öffentlich-rechtlichen Medienanstalten. Er dürfte bei Extra 3 auftreten, er dürfte bei Hart aber fair war er jetzt gesessen. Und jetzt wird er natürlich befragt über die seelisch-geistigen Befindlichkeiten von diesen Corona-Leugnern sozusagen. Und wie gesagt, sein Lohn, ironisch gesprochen, 30 Silberlinge, weil er intellektuell in der Lage wäre, zu erkennen, was deine Studien oder was deine Interpretationen sagen. Du hast dich auch lange nicht festgelegt, bis du gesagt hast, ich warte auf die Zahlen sind eindeutig da. Und der geistig in der Lage ist, muss dann auch seine Schlüsse daraus ziehen. Das tut er zumal nicht. Zumal ist alles, was ich nenne, die Zahlen sind alles amtliche Zahlen. Ja, also, eben. Wir berufen uns ja auf offizielle Zahlen. Das ist ja das, warum es die Leute auf die Straße treibt. Das ist ja nicht, weil die alle Hirngespinste im Kopf haben, sondern weil die einfach erkannt haben, hier läuft Wirklichkeit und die Darstellung in den Medien läuft diametral auseinander. Das ist das große Problem. Ja, das ist das große Problem. Was ich dem Zusammenhang spannend finde, es gab auch einen Spiegelartikel, den habe ich auch irgendwo verarbeitet. Da hat der Spiegel dann erklärt, warum Schwedens Wirtschaft wäre ganz gut durch die Corona-Krise gekommen, aber der Preis wäre... Ja, genau, der Preis, die vielen, vielen tausend Toten. Ja. Und dann hat der Spiegel auch wieder so gearbeitet und die Zahlen genannt und gesagt, Spiegel, ne, die haben 5.700 Tote da, um Gottes Willen. Und das wäre pro 100.000 Einwohner sogar mehr als in den USA. Und in den USA, das wissen wir, da ist Trump, da geht die Welt sowieso unter. Jetzt wollen wir die Zahlen mal ins Verhältnis setzen. Den Spaß habe ich mir gemacht. Schweden hat 10 Millionen Einwohner und 5.000 Kekstote. Deutschland 80 Millionen Einwohner. Also können wir die schwedischen Zahlen mal 8 nehmen. Ist übertragbar. 5 mal 8, das heißt, es werden irgendwas über 40.000, 45.000 Tote in Deutschland, die schwedischen Zahlen. Ja? Bei der Grippewelle 17, 18, da gibt es ja sehr schwankende Zahlen, aber das liegt nur leicht über den Zahlen der Grippewelle von 17, 18. So, und 17, 18 hat jetzt keiner von Masken geredet und von Lockdown. Das heißt, die Zahlen sind schlimmer, aber nicht viel schlimmer als bei einer schlimmen Grippewelle. Und jetzt sagt der Spiegel, ja, und guck mal, Schweden ist sogar schlimmer als die USA. Da habe ich gesagt, super, da können wir bei der Gelegenheit mal die USA angucken. Die USA haben, mal eben gucken, ich habe das gerade neulich irgendwo noch gesehen, das muss ich mir ganz kurz nochmal nachgucken hier, dass ich jetzt keine falschen Zahlen nenne. Eine Sekunde. Machen wir das hübsche Ding? Ja, der Durchschnittsamerikaner geht ja davon aus, dass 30 Millionen schon gestorben sind an Corona. Pass auf, also, wenn man das nicht richtige Zahlen hat, weil ich habe es gerade heute noch mal einem Freund geschickt, der ja auch, der gehört zu den Corona-Gläubigen noch. So, und die USA, ne, das ist ja mal, weil der Spiegel so meldet, USA Welt geht unter, 171.000 Tote aktuell. So, ist ja ganz viel. Ne? Große Zahl. Die USA haben 330 Millionen Einwohner. Jetzt nehmen wir die schwedische Zahl von 5.000 Keks. Ich habe das wirklich im Taschenrechner gerechnet. Und über multiplizieren, weil Schweden hat 10 Millionen Einwohner, die schwedische Zahl mit 33, damit wir das mit den USA vergleichen. Ja. In Schweden, das wären also dann 191.000. Das heißt also, in den USA ist die Situation weniger schlimmer als in Schweden. Ja. Und jetzt überleg mal, die Medien erzählen den ganzen Tag, als Wahlhilfe für die Demokraten, wie schlimm es in den USA ist, weil Trump ist ja gegen einschränkende Maßnahmen und die USA, die Welt geht unter ganz viele Tote. Das hämmern die Medien den Leuten in den Kopf. Tatsächlich ist die Situation weniger schlimmer als in Schweden und Schweden, liebe Leute, ist um die Ecke. Die Welt ist nicht untergegangen. Auch in den USA nicht. Also auch die ganzen Katastrophenmeldungen aus den USA sind Verarsche, wenn du die Zahlen ins Verhältnis setzt. Mhm. Ja? Die liegen auch da auf der
Höhe der Grippewelle von 1718. Aber sie machen ein Riesentheater und wollen eine Briefwahl machen und die Wahllokale sperren, weil es ja so gefährlich ist, zur Wahl zu gehen. Also, und dann kommt hinzu, wenn du, wieder Dank an einen Leser, ich habe den Link zur schwedischen Statistikbehörde gekriegt, die bringt die Zahlen auch auf Englisch, kann also jeder einsehen. Und Schweden hat, jetzt kommt der größte Hammer, seit Anfang Juli eine Untersterblichkeit. Ach, sieh mal an. Ja, also das heißt, die haben als Vergleich genommen die letzten 5 Jahre, immer so vergleichen, die letzten 5 Jahre Durchschnitt mit heute. Seit Anfang Juli hat Schweden Untersterblichkeit. Die hatten also hohe Übersterblichkeit am Anfang, dann eine leichte Übersterblichkeit bis Ende Juni und seit Anfang Juli Untersterblichkeit. So viel zu den Katastrophenmeldungen. Mhm. Und das sind, wie gesagt, wieder, ne, das ist jetzt nicht der böse Rubikon oder so, nein, das ist das schwedische Statistikamt. Leute, sorry. Mhm. Offizieller geht nicht. Und meine Frage, die ich mir seit Anfang an stelle, ist, warum die Intellektuellen da so große Schwierigkeiten haben, das zu erkennen. Wie kann man so in diesem Fahrwasser drin sein, dass einem diese Realität vollkommen verwehrt bleibt? Dass man also nicht in der Lage ist, diese Zahlen ineinander in Relation zu bringen. Ich meine, Weißrussland ist ja noch ein viel krasseres Beispiel und es gibt auch noch andere Länder auf der Welt. Weißrussland könnte man auch sagen, die fälschen die Zahlen, darum nehme ich die Zahlen extra nicht. Von mir aus. Ich nehme Schweden. Aber trotzdem. Da sagt jetzt keiner, Schweden manipuliert die Zahlen. Mhm. Weißrussland ist ja Lukaschenko, der lügt sowieso. Die Zahlen nehme ich nicht, die Diskussion will ich nicht. Ich nehme Schweden. Mhm. Aber ich kann es dir erklären. Weil, wie gesagt, ich habe ja Gott sei Dank, das ist so meine Boje im Wind. Ich habe einen sehr guten Freund, der ist immer noch Mainstream, glaube ich. Der glaubt, also alles, was in der Tagesschau kommt, das ist Gesetz. Und mit dem habe ich diskutiert. Darum habe ich das jetzt gerade in die Zahlen. Ich habe ihm die nochmal geschickt. Wir haben am Sonntag telefoniert. Und da habe ich ihm das alles erklärt. Und da hat er auch nicht viele Argumente gehabt, weil das sind ja alles offizielle Zahlen. Dann sagt er, okay, Thomas, du glaubst also an die Weltverschwörung. Gesagt, nein, ich habe gar nichts gesagt. Ich sage dir nur die Fakten. Wenn du jetzt aufgrund dieser Fakten eine Weltverschwörung ins Spiel bringst, kann ich doch nichts dafür. Ja? Die sind so eingehämmert, also Weltverschwörung, das ist ja Verschwörungsideologie pur, da kannst du ja gleich noch UFOs und Reptilien. Es geht nicht. Das heißt, du gibst den Leuten diese Zahlen und dann ist es nicht so, dass sie fragen, um Gottes Willen, wie kann das sein, sondern die sagen, also das kann ja nicht stimmen, weil da müsste es ja eine Weltverschwörung geben. Ja, ach so, jetzt verstehe ich. Und weil eine Weltverschwörung per Definition nicht möglich ist, weil man das ihnen seit Jahren eingehämmert hat, das geht gar nicht, das ist viel zu komplex, man könnte das gar nicht steuern und die ganzen falschen Gedankenmodelle, das hat man denen eingehämmert und das ist dann quasi der Grund dafür, warum sie Corona nicht erkennen können als das, was es wirklich ist. Ja. Ja. Eine globale Agenda, ja. Weil sie kommen dann an die Grenze dessen, was für sie vorstellbar ist. Okay. Und aus dem, ja, jetzt wird langsam ein Schuh draus, aber trotzdem. Das habe ich, wie gesagt, das habe ich in diesem Gespräch darum, es ist wirklich mein bester Freund, den ich habe. Wir sind seit 30 Jahren befreundet, auch wenn wir, was mediale, politische Sicht, also völlig, ne? Aber das ist für mich auch wichtig, weil ich habe dann wirklich einen, der mir eins zu eins das erzählt, was die Leute wirklich glauben. Das ist toll, dass ich so einen Typ habe. Der soll noch lange Tagesschau, glaube ich, sein. Also, aber wie gesagt, so sein Kernsatz war tatsächlich, also glaubst du an die Weltverschwörung? Ne? Und dann habe ich gesagt, wie? Nee, habe ich nicht gesagt mit keinem Wort. Ich habe dir nur offizielle Zahlen genannt. Was du jetzt draus machst, ist ja dein Problem. Mhm. Aber da war der raus aus dem Gespräch. Jetzt, ja? Okay. Da war der raus. Da war das Gespräch vorbei. Das überging über den Horizont, der für ihn vorstellbar ist. Jetzt verstehe ich auch, wie einflussreich und erfolgreich diese jahrelange Kampagne nach dem 11. September war. Damit hat es ja mehr oder weniger angefangen, dass viele Millionen Menschen auf der Welt durch die grotesken Widersprüche von diesem Ereignis im 2001 aufgewacht sind. Und man hat natürlich seit Jahren und jetzt fast 2 Jahrzehnten mittlerweile permanent versucht, dieses Erwachen als Idiotie darzustellen. Ich erinnere an die Kampagnen des Spiegels und es gibt hunderte Filme auf ZDF Info und Harald Lesch und wie sie alle heißen, die erklärt haben, dass jeder, der die offizielle Version des 11. September anzweifelt, bescheuert ist, weil es kann ja nicht sein, dass im Hintergrund so eine Machtstruktur existiert. Und das ist dann quasi deren Grundfeste des Weltbilds. Ja, es gibt vielleicht dunkle Kräfte auf der Welt, aber auf globaler Ebene können die sich nicht organisieren. Punkt. Tun sie auch nicht, das ist ja der Witz. Nochmal, ist ja nicht global. Ja. Es ist ja tatsächlich, wir können es ja wirklich zurückverfolgen nach meiner Indizienkette, zu den Unterstützern der Demokraten und der Transatlantiker.
Und die kann man wieder relativ gut beim Namen nennen. Da musst du jetzt nicht Weltverschwörung und weiß ich was, ne? Du kannst die ja beim Namen nennen. Du weißt ja, wer die finanziert. Du siehst es ja, jetzt. Ja, Soros, ja. Ford Foundation, ne? So. You name it. Das ja. ist alles offiziell. Das ist ja, also du kannst es sehen, wer die Kräfte aber sind. Aber global in dem Sinn, dass sich viele Länder dann eben aufgrund des sozialen Drucks dann eben doch anschließen, weil, ja, weil man weil will nicht aus der macht. Weltgemeinschaft sich ausscheren sozusagen. Weil die westliche Medien macht so stark. Ja, ja, natürlich. Ja? Also wie gesagt, in Russland zum Beispiel, ich kann das hier immer sehr gut beurteilen, in Russland ist es so, es guckt natürlich keine BBC. Aber wenn die BBC was bringt, dann gibt es genug aus dem Ausland finanzierte russische Oppositionsmedien, die dann die BBC-Meldung bringen und die werden gelesen, weil der normale Russe sagt ja, oh, das ist bestimmt ein, das ist ein kritisches privates Medium, nicht? Medusa, haha, super. Und die das lesen. Das heißt, die BBC-Meldung schafft es über Medusa in die russische Öffentlichkeit. Und Medusa ist von Khodorkovsky finanziert. Überraschung. So, aber das wissen die Russen dann wieder nicht. Aber du kannst es eben sehen. Du siehst am Ende die Namen. Ja, das ist auch keine Gruppe, die einheitlich ist. Da schwenkt vielleicht mal einer aus. Aber es ist so eine Gruppe, die einen Konsens hat, was erreichen will und das durchdrückt. Es ist das verzweifelte Festhalten an einem für sich selbst logischen Glaubensmuster oder Gedankenwelt, wie man es auch immer bezeichnen mag. Also der Wertehorizont ist gesetzt und die Erkenntnis, dass diese Kräfte global agieren können, würde das alles ad absurdum führen. Das heißt, man muss neu anfangen, sich zu orientieren. Man muss sich erstmal selber eingestehen, dass man getäuscht wurde. Wer kann schon selber von sich sagen, okay, da bin ich falsch gelegen, das ist nicht einfach. 20 Jahre lang, mein ganzes Weltbild steht auf einer gelogenen Säule. Wieso habe ich Gebäude 7 eigentlich nicht mitbekommen, weißt du so, ja? Und da heraus dann dieses verzweifelte auch Bekämpfen von den Leuten, die für sich eben erkannt haben, okay, die Widersprüche sind so groß, die offizielle Version kann einfach nicht stimmen. Wir haben es jetzt schon so oft besprochen auch und du hast dir lange Zeit gelassen und kamst trotzdem zu dem gleichen Ergebnis, dass du gesagt hast, Leute, ihr müsst hier einfach aufwachen, anders ist es nicht erklärbar. Ja. Also wie gesagt, ich mag den Daniele Ganser unglaublich gerne, der ja immer sagt, wir Historiker sind langsam, aber genau. Und ich betrachte mich ein Stück weiter als Historiker. Also in den ersten 3-4 Monaten von Corona habe ich meinen Mund gehalten, weil ich gesagt habe, ich will genaue Zahlen haben. Ja. Ich bin kein Virologe, um jetzt zu sagen, ob der Wodak recht hat oder der Drosten. Ich habe das Fachwissen nicht. Ja? So, die sollen quatschen und ich habe keine Ahnung. Aber ich verstehe was von Zahlen. Und ich habe einfach gewartet, bis die Zahlen da sind. Wie ist das mit der Übersterblichkeit? Wie ist das mit der Immunisierung? Und wie ist dann tatsächlich am Ende die Rate derer, die sterben, die Todesrate? Jetzt haben wir die ersten Zahlen, die belegbar und belastbar sind. Und dann habe ich was, womit ich arbeiten kann. Okay. Und dann bin ich auch gerne mal 3 Monate nicht der modernste Typ, weil ich das Thema ausspare. Aber wenn ich mit was komme, dann kann ich das auch belegen. Ich bin nicht der modernste Typ. Ja, ich meine, ich hab mir die Internetzugriffe angeguckt. Also von den Seiten im deutschen Internet, ich will jetzt keinen Namen nennen, die sich auf Corona gestürzt haben, die haben ihren Traffic verzehnfacht. In der Corona-Zeit. Ne? Bei mir ist er sogar leicht eingebrochen, weil ich Corona ausgespart habe. Aber wie gesagt, ich bin da auch nicht auf Traffic oder so aus, sondern ich bin auf Fakten aus. Und es gab damals keine Fakten. Es gab Hinweise und ich habe dir am Telefon damals oft gesagt, wir werden sehen, wohin es geht. Man kann beides begründen. Ich warte auf die belegbaren Zahlen. Die sind jetzt da. Sie sind da. Offizielle, belegbare Zahlen. Deine Faktenrecherche hat ja auch gebracht, dass die Medien weiterhin in diesem Panikmodus bleiben. Ich blende den Artikel ein. Antikörperstudien, Corona-Sterberisiko unter 0,5% und trotzdem wird weiter an dieser katastrophalen Berichterstattung festgehalten. Also man lässt die Leute wirklich in diesem Angstkäfig drin, weil man sie da so wunderschön zu allem Absurden zwingen kann, sprich Zollstock vor der Schwimmhalle, damit die Leute schön auf Abstand gehen und im Inneren planschen sie dann Schulter an Schulter. Also es funktioniert. Es funktioniert ja, tatsächlich. Ja. Der Kern von dem Artikel, den wir jetzt da aufhaben, ist noch ein anderer. Der ist schon ein bisschen älter. Da habe ich auch eure Arbeit vom 1. August verlinkt. Weil es ist ja sehr spannend, wenn man sich anschaut, also hättet ihr viel mehr rausstreichen müssen in meinen Augen, wie man sich anschaut, wie die Tagesschau berichtet hat über die Demo am 1. August. Und dann habt ihr das Tagesschau-Team gefilmt. Wenn die ihre Kamera aus hatten, hatten die Maske ab. Du meinst das Bild, das man hier sieht, ja, das unser Kameramann gemacht hat. Die Frau hier ist Redakteurin bei diesem Team und als sie unseren Kameramann erblickt, hat sie dann sofort die Maske wieder hochgezogen, sozusagen. Ja, oh, also, hier.
Also das heißt, man sieht, die Tagesschau-Fritzen, die erzählt haben, wie gefährlich die ganzen Spinner sind, die da Schulter an Schulter demonstrieren, das ist ja der Hotspot überhaupt, ne? Die nehmen, wenn sie ihre Kamera ausmachen, mittendrin in dieser Gruppe die Maske ab. Ja. Aber erzählen dann abends in der Sendung das Gegenteil von dem, was sie selber tun. Ja? Das Gleiche mit dem Steinmeier, diese Geschichte mit seinem berühmten Foto da in Tirol, wo er Arm in Arm mit den Musikern stand. Und dann hat er sich entschuldigt, oh, das war so eine Unachtsamkeit und das ist aber ganz blöd und dumm gelaufen. Der Steinmeier glaubt auch nicht an Corona. Ja, jetzt stellen wir uns die Unachtsamkeit vor. Ja, also jetzt habe ich auch so geschrieben, also ich kann da nicht anders. Steinmeier sitzt im Restaurant im Urlaub, das darf er. So, dann muss er aufstehen vom Tisch und er glaubt ja, Corona ist gefährlich. Also steht er auf, setzt die Maske auf. Und dann kommen die Musiker und sagen, wir hätten gern ein Foto. Und dann nimmt er ganz unachtsam die Maske ab. Und aus Unachtsamkeit bemerkt er nicht, dass die alle keine Maske aufhaben. Und er merkt auch nicht unachtsam, dass sie sich alle umarmen und keinen Sicherheitsabstand einhalten. Ist das realistisch? Oder ist es vielleicht realistisch, dass der Steinmeier denkt, Corona ist Schwachsinn und ich habe die Maske einfach nicht auf? Sucht euch aus, welche Theorie stimmt. Es gibt nur diese beiden. Was überzeugt euch mehr? Es gibt ja noch ein anderes Video, wo er sagt, die Kamera ist aus und dann die Maske seinen Assistenten übergibt. So nach Motto, kann ich das mal loswerden hier? Also Kamera ist an, schönes offizielles Bild, juhu, ich passe mich an und Kamera ist aus und dann holt sie die Wirklichkeit wieder ein. Ja, also es ist, wie gesagt, das war eigentlich die Kernaussage von dem Artikel, den du gezeigt hast. Da habe ich das mal gegenübergestellt, was sie behaupten und was sie selber leben. Ja, und das mit der Unachtsamkeit, also Kinder, also die Medien und die Politik müssen uns für so blöd halten, dass sie sagen, es entsteht ein Foto, wo der mit den Musikern steht und aus Unachtsamkeit haben die alle keine Maske auf. Also, ja, wie gesagt, stellt es euch dann bildlich vor. Wie geht das? Und Unachtsamkeit, also Kinder. Für jemanden, der dieses System verzweifelt versucht aufrechtzuerhalten, ist diese Entschuldigung auch plausibel. Ja, das kann ja jedem mal passieren, weißt du so. Und das Schöne ist, es funktioniert ja, weil wenn du Leute, wie gesagt, mein Freund ist immer für mich so der Maßstab, wenn du Leute dann dahin bringst, dass sie eine Frage kriegen, dann kommen sie, aha, Weltverschwörung, das kann nicht sein. Ja, geht nicht. Vorbei, Thema abgehakt, ich habe gestern Geburtstag gehabt. Und du glaubst ja auch an UFOs und Lady Di lebt mit Elvis auf dem Mond und so, gell? Dann kommen die ganzen Plattitüden und außerdem Bielefeld existiert gar nicht. Gell? Das hat so fantastisch funktioniert, diese ganze Indoktrination der letzten Jahrzehnte. Ich muss echt gestehen, Hut ab, ihr Psychologen, ihr habt mit der Manipulation der Massen echt gut aufgepasst und eure Lehrbücher von Edward Bernays und Walter Lippmann und so, die habt ihr offensichtlich ganz, ganz gut studiert. Also, wie gesagt, der Lohn sind 30 Silberlinge. Die kriegt man aber dann abgezogen auf der anderen Ebene. Nur mal so am Rande, das war jetzt nur so ein kleiner Ausflug. Ja, es ist genau so. Also, Gaga. Gaga. Ja, Gaga. Genauso Gaga ist nämlich auch dieses permanente Herschreien von einem Impfstoff. Ich muss gar nicht so weit gehen. In meinem Umfeld hier in der Siedlung gibt es auch etliche Leute, die sich diese neue Normalität herbeisehnen und dann endlich geimpft werden wollen. Also die würden wahrscheinlich auch bis nach Hamburg fahren, wenn es diesen Impfstoff gibt. So habe ich das hier wahrgenommen in Gesprächen. Aber nicht nach Moskau. Los, nicht nach Moskau. Jetzt ist genau die Überleitung zu dem, was ich sagen möchte, nämlich die Aufregung war groß in den letzten Tagen wieder. Hat sich Putin doch erdreistet, tatsächlich einen eigenen Impfstoff mit auf den Weg zu bringen? Die Fake News der deutschen Qualitätsmedien, Aufregung um den russischen Corona-Impfstoff. Also das war natürlich auch Gesprächsthema in den letzten Tagen und ich merke schon, wie es dich amüsiert, ja, weil in unseren Medien ist natürlich immer, wenn es um Russland geht, eine gewisse Konnotation festzustellen, also sprich Bashing ohne Ende, alles, was aus Russland kommt, muss per Definition eigentlich schlecht sein, ja. So, was kannst du uns denn über diesen russischen Impfstoff sagen, Thomas? Das erste war ja die Berichterstattung, die teilweise bis heute anhält. Die haben ja alle erzählt, der wäre in Russland zugelassen worden, der Impfstoff. So, das ist schon mal Quatsch. In Russland ist er registriert worden. Das ist ein Unterschied. Und zwar kann ich das auch historisch mal kurz erklären. Was ist so eine Impfstoffregistrierung? Das gibt es in vielen Ländern. Russland ist auch eins davon. Wenn westliche Pharmafirmen Medikamente erproben, dann tun sie das ungern in Deutschland oder Amerika. Einfach deshalb, weil, da können sie dann, wenn das irgendwie Nebenwirkungen hat, auch wenn es in der Erprobungsphase ist, das gibt immer Ärger. Das machen sie gerne in armen Ländern, Dritte Welt und so. Und Russland in den 90er Jahren war auch ein herrliches Pflaster zur Erprobung von Medikamenten. Und das finden die Russen nicht so witzig. Und deshalb haben die Russen gesagt, ein Medikament, das in Russland
außerhalb einer wirklich eng gefassten, geschlossenen klinischen Studie, sprich ne, im Großversuch, erprobt wird. Das ist jetzt bei Impfzulassung ist es zum Beispiel Phase 3. Ne? Phase 1 und 2 sind kleine Gruppen in der Klinik, isoliert. Und bei Phase 3 werden Leute, Tausende, in ihrem Alltag geimpft und beobachtet. Die rennen also frei rum. So, und so hat man ja auch viele Medikamente getestet, wo man sagt, tausende Leute geben dir ein neues Medikament, gucken, was passiert. Und das haben die Russen abgewürgt, dass hier jede Pharmafirma in den 90er Jahren reinlaufen konnte und einfach hier Medikamente im Freiversuch testen. Und haben gesagt, jedes Medikament, das so getestet wird, muss registriert werden. Du musst dem Staat sagen, ich habe dies und dies Medikament. Und dann wird das da geprüft und registriert. Und dann wird eben festgelegt, wie kann es eingesetzt werden. Und wenn du dann, ne, vielleicht lassen sie auch eine Studie zu. Aber das ist genau das, was passiert ist. Der Impfstoff ist registriert worden. Er wird jetzt in Phase 3 getestet. Und das haben die deutschen Medien ja anders berichtet. Die haben gesagt, der ist zugelassen, die hätten Phase 3 übersprungen und so weiter. Alles Quatsch. Ohne die Registrierung kannst du den Test Phase 3 gar nicht machen in Russland juristisch. Und die Registrierung bedeutet nicht, dass das Ding frei verfügbar ist. Weil alles, was registriert ist, wird danach eingestuft. Ne? Ist es rezeptpflichtig oder nicht und so weiter. Registrierung bedeutet erstmal nur, es darf generell benutzt werden. Unter welchen Bedingungen wird dann geregelt? Was ist rezeptpflichtig, was nur unter ärztlicher Aufsicht, was nur im Krankenhaus, was ist frei verkäuflich? Und all das wurde durcheinander geworfen von den deutschen Medien, wird immer noch durcheinander geworfen. Das heißt, da wird schon mal gelogen, Russland hätte die dritte Phase übersprungen. Erste Lüge und zweite Lüge, das Ding würde jetzt in Russland flächendeckend eingesetzt werden. Ist auch gelogen. So, und warum die Aufregung? Wir wissen ja alle, dass man an den Impfstoffen viel Geld verdienen kann. Im Westen wurden Milliarden, die EU hat 7 Milliarden eingesammelt, um für den Impfstoff. Es geht um viel Geld. Und nun sind die Russen die Ersten, wobei sind sie ja gar nicht die Ersten, Phase 3 Erprobungen laufen auch in anderen Ländern schon. Aber die Russen werden ihn als Erstes auf den Markt bringen. Also Phase 3 Erprobung dauert einen Monat. Die haben jetzt, ich glaube, im Anfang August angefangen. Irgendwann Anfang September haben sie die Phase 3 Daten. Und Ende September, Anfang Oktober wird der Impfstoff in Russland verfügbar sein. Noch nicht in großen Mengen, die musst du produzieren, also wahrscheinlich wirklich für jeden, der will, erst im Januar. Aber er wird zumindest verfügbar sein Ende September, Anfang Oktober, wenn Phase 3 Test läuft, gut durchläuft. Und das ist interessanterweise schneller als im Westen. Im Westen, ich komme wieder zu meiner Theorie mit den, ne, wer hat ein Interesse an Corona? Im Westen geht es komischerweise darum, dass Impfstoffe alle erst ab November, Dezember, Januar verfügbar sein sollen. 3. November ist die Wahl, um die es geht. Ja? Okay, also ja. Man könnte jetzt ja beigehen und sagen, super Russland, die Russland ist ja sogar schon bereit, das führt schon Verhandlungen mit Ländern, die dürfen den dann bei sich in Lizenz produzieren. Also du musst nicht warten, bis Russland den hat und verkauft. Die sagen, wenn du den haben willst, ne, hier hast du eine Lizenz, mach. Jetzt könnten die Amerikaner beigehen und sagen, fein, da ist ein Impfstoff. Der ist im Ende September da. Den produzieren wir im großen Stil und dann können wir die Wahl ganz ohne Briefwahl machen. Wir können alle ins Wahllokal gehen, weil wir sind ja geimpft. Vorher hacken sie sich die Finger ab, lieber. Ja, also müssen sie den russischen Impfstoff schlecht machen, ja, damit keiner auf diese Idee kommt. Es gäbe ja eine Möglichkeit, ne, jetzt Corona im Grunde schon im Oktober, November abzuhaken. Der große Tenor, der sich durch die Medien zieht bei uns, egal ob die jetzt bei Land sitzen oder in den Medien, Tagesthemen, in den Printmedien, ist ja, dass quasi Russland viel zu schnell diesen Impfstoff auf den Markt bringt. Und die machen zu wenig Testungen sozusagen. Bei Lanz saß einer, ein Herr Stürmer, der eben auch auf die Frage hin, ob es denn da zu Nebenwirkungen kommen kann, gesagt hat, jetzt muss ich mal mich im Vollbild einblenden, wenn der Herr Röper hier so sagt. Ja, ich bin schon wieder da. Ich ja nur kurz bist du wieder da, ja? Ja, so. Heißes Wasser von links. So, ja. Bin wieder da. Also, weil ich finde, die Zuschauer haben ein Anrecht auf deine ganze Anwesenheit hier sozusagen. Ach, jetzt, so pass auf, bevor wir in Schmarrn reinkommen. Also sprich, die deutschen Medien sagen, Russland macht das viel zu schnell. Wir müssen mehr testen, weil sonst können es eben auch Nebenwirkungen geben. Die muss man eben ausmerzen. Jetzt haben die aber sogar zugegeben, ja, es gibt bei diesen Impfungen generell quasi Nebenwirkungen. Deinen Worten nach eine ziemlich krasse Aussage, dass die im ZDF so stehen gelassen wurde. Ja, wieso wieder dieses... Ja, weil sie auf Russland gemünzt war. Eben, ja. Das zweierlei Maß wieder, ja. Ja, also der Virologe, der da gesessen hat, hat es erklärt, Impfen könnte Nebenwirkungen haben, folgende Autoimmunerkrankungen und so weiter, in Verbindung mit dem russischen Impfstoff.
dass das aber etwas ist, was generell bei Impfungen eben vorkommen kann. Ja, das hat er dann vorsichtshalber weggelassen. Aber das war genau seine Aussage. Nur der Zuschauer wurde eingelullt, weil das die ganze Zeit um Russland ging. Also definitiv wird vor der US-Wahl in den westlichen Staaten kein Impfstoff zur Verfügung sein. Da kannst du Brief und Siegel dafür verwenden, oder? Natürlich, keine Chance. Keine Chance. Und hinzu kommt, wie gesagt, das ist das eine. Und das zweite ist, es geht ja auch, wie gesagt, um Geld. Also den russischen Impfstoff schlecht zu machen, medial, ist völlig verständlich, weil der Westen seine Impfstoffe verkaufen will. Und wir dürfen nicht vergessen, die Pharmaindustrie ist einer der besten Anzeigenkunden der Mainstream-Medien. Wer macht denn die Werbung? Kaufen Sie Aspirin, kaufen Sie Reni, räumt den Magen auf und den ganzen Scheiß. Ja. Davon leben die. Also die können gar nicht, selbst wenn sie jetzt wüssten, der russische Impfstoff ist der beste der Welt, die dürfen das gar nicht schreiben, dann sind die Anzeigenkunden weg. Ja. Das kannst du vergessen. Pharmaindustrie gehört zu den drei großen Playern auf der Welt. Das kann man sich leicht merken, indem man das englische Wort für Gott sich vorstellt. G-O-D, God, Guns, Oil, Drugs. Also sprich, und der letzte Buchstabe D steht für die ganze Pharma-Lobby, einer der größten Wirtschaftszweige auf der Welt. Und wir sehen ja, welch gigantischen Lobbyisten-Einfluss dieses Konglomerat von Firmen auf der ganzen Welt dann eben hat. Moment, um das nochmal klar zu machen. Die EU hat im Mai 7 Milliarden zur Entwicklung eines Impfstoffs eingesammelt. Eingesammelt. Das klingt so, huch, das lag da so irgendwie rum. So, das sind 7 Milliarden Steuergelder, die sie abgezweigt haben von Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern, mehr oder weniger. Ja? So wird ein Schuh draus. Genau. So, und jetzt kommt Folgendes. Wozu brauchst du das Geld? Die Entwicklung kostet keine 7 Milliarden. Sondern? So. Ja, das Geld brauchst du, wir haben ja gesagt, wir müssen ja die ganze Welt impfen, wir müssen es auch den armen Ländern zu Afrika und so, die müssen es auch. Das heißt, jetzt haben sie Folgendes gemacht, sie haben 7 Milliarden nur in der EU eingesammelt, damit finanzieren sie den Pharmafirmen die Forschung, die gehen also null Risiko ein bei der Impfstoffentwicklung, das kriegen sie bezahlt und dann, wenn die Pharmaindustrie den Impfstoff hat, der mit Steuergeldern entwickelt wurde, verkauft sie ihn teuer nach Afrika. Afrika kann ihn auch nicht bezahlen. Dann kommt der Rest der 7 Milliarden und kauft den Impfstoff für Afrika. Sie bezahlen ihm die Entwicklung und kaufen es danach auch. So, das ist ein Geschäftsmodell der Pharmaindustrie, da träumst du von. Und jetzt kommen die Russen um die Ecke und machen Impfstoff. Arschlöcher. Kann ja jeder kommen, ja? Also, dass das negative Presse kriegt, ist völlig klar. Es stört erstens die gesamte Geschichte mit den US-Wahlen und es stört zweitens das Gelddruckmodell der Pharmaindustrie. Das von Steuergeldern finanziert. Weißt du, wie die Comic-Truppe von Samstagnacht das damals bezeichnet hatte? Gefickt eingeschädelt. Gefickt eingeschädelt. Die Jüngeren wissen das nicht mehr. Das war mal eine Satire-Sendung, eine Comedy-Sendung im deutschen Fernsehen von Mitte 90er. Also das ist ja schon so lange her. Und die haben immer die Buchstaben, die Anfangsbuchstaben haben die verwechselt. Also darf ich bitte mal an die Beke titten und so. Und in der Richtung kommt es da. Für die Jüngeren ist das wahrscheinlich uralt und nicht mehr lustig, aber ich weiß genau, das war damals. Ja, Thomas, es ist so bizarr, weißt du, wenn wir so jetzt darüber sprechen, über diese ganzen Maßnahmen, das ist so offensichtlich, es ist so klar und jeder mit einem gesunden Menschenverstand kann das auch als solches erkennen. Und trotzdem sind so viele verschiedene Schichten und Programme in den Menschen drin, dass es ihnen nicht möglich ist, den Wald vor lauter Bäumen zu erkennen, um mal ein Zitat zu nehmen, das auch die Jüngeren sehen können. Ja, auch das geht ja wieder Richtung Weltverschwörung. Also nach dem Motto, das kann ja nicht sein, dass die westlichen Medien Impfstoff schlecht machen, weil die deutsche Pharmaindustrie da weniger Geld verdient. Das ist ja Weltverschwörung. Nein, das ist Wirtschaft. Das ist Geld verdienen, vom Staat bekommen, Werbung schalten bei den Medien und die Medien können dann ihren Werbepartner nicht verärgern. Das ist das ABC des Neoliberalismus. So läuft es auf der Welt. Ja. Das ist ABC der Marktwirtschaft sogar. Ja, also da ist jetzt nicht mal Verschwörungstheorie, da steht in jedem Lehrbuch. So, und es ist offensichtlich, deshalb, dass der russische Impfstoff in den Medien hier an die Wand geklatscht wird. Ich habe mir gerade noch einen Faktencheck von der Tagesschau geschickt, die jetzt nochmal erklärt hat, dass das alles mit der Registrierung ja völliger Quatsch ist, was ich hier erzähle. Die müssen lügen. Die können gar nicht anders. Du kannst ja auch von Mercedes nicht erwarten, dass Mercedes sagt, BMW ist toll. Das passiert nicht. Lass
Lass uns einen Punkt weiterspringen. Wir haben noch einige Artikel für uns vorgenommen für heute. Und zwar der nächste heißt Corona-Wirtschaftskrise, war da was? Russische Reserven steigen auf neues Rekordhoch. Also sprich, während die ganze Welt mehr oder weniger so ziemlich am Straucheln ist, suggeriert diese Überschrift, dass es den Russen wohl gar nicht so schlecht geht. Kannst du uns das irgendwie erklären? Ja gut, der Punkt ist, es ist ein kurzes Thema. Russland hat ja sehr viele Reserven angehäuft. Russland gehört zu den Ländern mit den größten Währungsreserven überhaupt. Russland ist einer der größten, ist der größte Goldkäufer seit Jahren und hält auch sehr viel Gold. Und die russischen Reserven sind also trotz aller westlichen Sanktionen und was da alles ist und Ölpreis und Corona und Wirtschaftshilfe. Russland hat ja auch viele Programme aufgelegt, um den Menschen und der Wirtschaft zu helfen. Trotz all dieser Ausgaben, trotz all dieser Tiefschläge, sind die russischen Reserven jetzt nicht eingebrochen. Also wo der Westen jetzt davon redet, hunderte Milliarden Kredite aufzunehmen, hat Russland keine Kredite aufgenommen, zahlt das aus seinen Reserven. Und jetzt interessanterweise haben die sogar noch die Zentralbankreserven einen neuen Rekordstand erreicht. Das liegt unter anderem aber daran, dass der Goldpreis auf Rekordniveau war. Das heißt, dadurch war natürlich ist der Wert der Goldreserven, die Russland hat, die sehr groß sind, gestiegen. Und so ist Russland mathematisch eben kurz mal auf neuen Allzeitrekord geschossen, was den Wert seiner Reserven angeht. Also das ist einfach eine Meldung, die für mich nicht so sehr deshalb interessant ist, weil es jetzt der Rekord war, sondern weil es wieder mal aufzeigt, wie unterschiedlich Staaten generell wirtschaften und arbeiten. Ja, also wo der Westen komplett auf Pump arbeitet und sich in die Abhängigkeit von Banken und weiß ich, wie man alles bringt, sagt Russland lieber Gürtel enger schneiden und ne, und wir nehmen es aus unseren Reserven, als dass Russland sagt, wir nehmen auch nur einen Euro Kredit auf. Also Russland nimmt einfach keine Kredite mehr auf, weil die gar nicht mit dem EWF und so weiter reden wollen, was die ihnen dann als Bedingung stellen. Russland hat, wie gesagt, mit die größten Devisenreserven der Welt, die haben die Zentralbankreserven, die haben mehrere Reservefonds, die hunderte Milliarden schwer sind. Ich glaube, die russischen Reserven liegen bei 800 Milliarden. Und Deutschland will jetzt 300 Milliarden Kredite aufnehmen. So, jetzt könnt ihr mal sehen, wie wird gewirtschaftet. Also so, das sind im Grunde schon zwei unterschiedliche Wirtschaftssysteme, wie die arbeiten. Und das fand ich an dieser Meldung einfach so interessant, weil ne, also Deutschland hat jetzt nicht gesagt, wir zahlen die Corona-Maßnahmen mal aus unseren Goldreserven. Achso, die liegen ja in Amerika und keiner weiß, das ist ein anderes Thema. Anderes Thema. Ja, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Welches U-Boot hat wann was darüber geschafft, ja. Nee, die Frage ist ja... Geh mal nach Amerika. Komm, du hast mir ein Stichwort gegeben. Ich schaue gerne, was Mr. Biden immer macht. Sleepy Joe hat wieder mal einen Eintrag in deinen Artikeln verdient. Der Artikel heißt, Demenzverdacht, ist Joe Biden noch in der Lage, ein zusammenhängendes Interview zu geben? Er hat sich zusammengesetzt mit einer Dame, die ist bekannt unter Cardi B. Ich kenne von ihr jetzt kein musikalisches Stück, aber sie ist eine Musikerin, eine Rapperin. Für viele ist die wahrscheinlich ein Begriff. Es ist nicht meine Musik, deswegen ist mir die nicht bekannt. Vielleicht mal irgendwo am Rande mitgekriegt. Auf jeden Fall haben die sich miteinander unterhalten. Ich schätze mal auch PR-mäßig, dass man eben diese Klientel dann eben bedient. Die ist eigentlich eher dafür bekannt, dass sie über den Feuchtigkeitsgrad ihrer Vagina in ihren Liedern sich ausdrückt und hat sich da aber jetzt eher so den... diese Journalistenjacke übergeworfen, dass es eher etwas seriös daherkommt. Und mit der macht Sleepy Joe ein Interview. Dabei ist dir etwas aufgefallen. Was hast du gemerkt? Ja, ich wollte jetzt noch hinzufügen, ich wusste gar nicht, dass sie sich in ihren Liedern um die Feuchtigkeit ihrer Vagina kümmert. Ich habe gestern einen amerikanischen Podcast dazu angeschaut, über dieses Interview eben. Ja. Und da hat dieser amerikanische Journalist eben über ihre Texte gesprochen, was normalerweise der Inhalt ihrer Texte ist. Du weißt ja auch, amerikanische Rapmusik ist doch eher sehr freizügig in ihren Äußerungen. Dann können wir jetzt ja ein Lied erwarten über die Inkontinenz des Joe Biden. Wer weiß schon, nicht, ob das ein Schlager wird. Also das für die Trump-Fans schon. Nein, also auf jeden Fall, das Interview ist insofern bemerkenswert. Ich fand es wieder toll, wie die deutschen Medien machen ja wirklich Wahlwerbung für die Demokraten. Ja. Das ist ja, Trump kriegt auf die Nase, ob man ihn gut findet oder nicht. Und Joe Biden ist ganz toll, der gemäßigte, liberale, tolle Demokrat, der ist ja so vorwärts. Vorwärts. Ja, das ist progressiv oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Witz jetzt der, da war dieses Interview, das war natürlich eine reine PR-Aktion und der Spiegel hat es ja aufgenommen und komplett im Sinne der Demokraten berichtet. Ich habe gedacht, ich gucke mir das Video mal kurz an. Also, worum ging es denn da?
Und da ist mir also aufgefallen, es ging um nichts. Das ist also nur Plattitüden hauen nach dem Motto, die Jungen sind die Besten und die Jungen haben die Zukunft in der Hand und überhaupt. Also die haben sich da nur die Stichworte zugeschmissen. Aber wenn du mal guckst, und es ist mir aufgefallen, dann nicht sofort, und ich habe dann einfach angefangen, ab Minute 5 mal zu zählen, wie oft geschnitten wurde. Also wie viele Schnitte da drin sind in dem Video, in dem, wo sie sich eigentlich unterhalten. Und von Minute 5 bis Minute 7 habe ich 9 Schnitte gezählt. Ja, also in 120 Minuten mussten sie 9 Mal anhalten und neu filmen. 120 Sekunden. So. Und da ist mir dann so, wenn das so schwierig ist, den beiden gut darzustellen, dass er keine 20 Sekunden am Stück schafft, durchschnittlich, dann ist das sehr bedenklich. Also, wie gesagt, wir beide machen jetzt, wir müssen jetzt hier keine Wahlsendung machen, Wahlwerbesendung mit unserem Tacheles und so. Aber wenn wir mal einen Schnitt drin haben, liegt es daran, dass, weiß ich, bei dir oben der Hund eine Vase umschmeißt und sagst, ich muss mal eben nach oben, oder dass wir ein Problem mit der Verbindung haben. Und das passiert alle 3, 4 Sendungen einmal, dass wir einen Schnitt machen. Und die machen 9 Schnitte in 120 Sekunden. Ja, die machen das aber sehr raffiniert, dass es nicht so direkt auffällt, weil es gibt eine Aufnahmeeinstellung, also einmal, wie das Bild kadriert ist, das nennt man Aufnahmeeinstellung, und das springt bei diesen Schnitten hin und her. Man hat da wahrscheinlich in hoher Auflösung das Bild aufgenommen in 4K und kann dann eben in der Postproduktion näher ranspringen, und dann später in dem Video, wenn man es ins Final rausrechnet, sogenanntes Rendern, kann man trotzdem immer noch eine HD-Auflösung machen. Das nennt sich Cropping. Also, und man macht es da eben so geschickt in diesem Video, dass diese Schnitte ausschauen, wie wenn der Kameramann quasi so ein bisschen so abwechselt, dass das zwei Kameras wären. Das ist auch ein Mittel, das viele Magazine hier machen, wenn sie nur mit einer Kamera unterwegs waren, dass man da ein bisschen abwechselndes Bild hat. Aber hier fällt es dermaßen auf, weil die Sängerin auf der anderen Seite dann auch plötzlich immer wieder leicht anders da ist oder der Gesichtsausdruck sich geändert hat. Ich vermute, der Cutter hatte echt Probleme, derjenige, der das in der Post-Production hatte, der hatte echt Probleme, dann das alles so mehr oder weniger neutral zu schneiden, das Ganze. Ja, vor allem, weil man ja wirklich sieht, teilweise mitten im Satz, ne, der Satz geht durch und du siehst, mitten im Satz, zack, sitzt sie anders. Ja, also die haben da wirklich richtig diese zusammen, also so zusammenschneiden müssen, aus welchen Gründen auch immer. Mich interessiert, wenn die so viel schneiden und schnippeln mussten, wie lange haben die gebraucht, um dieses 15-Minuten-Video aufzunehmen? Das hätte ich ja wirklich gerne mal angeguckt. Also, ja. Ja. Das bringt uns natürlich jetzt direkt zu der Frage des Running Mate von Joe Biden, vom Vizepräsidenten. Wir haben da einen Artikel über die jetzt gesetzte Kandidatin schon vorbereitet. Das hat mit einem anderen Thema zu tun, aber das würde ich jetzt gerne reinbringen. Das bringt jetzt gerade Ja, die Argumentation. ich würde vielleicht ganz kurz, weil wir das Thema Demenz von beiden damit abhaken können. Ich will noch mal den anderen Artikel kannst du noch mal kurz zeigen hier, ne? Unruhen, Geburtsrecht und so weiter. Weil ich einfach spannend finde, nur als Kontrastprogramm, dass das, was wir in Deutschland gar nicht hören, nämlich diese Demenzdebatte um beiden, ne? In Russland wird es erzählt. Also in Russland kriegst du es im Fernsehen zu sehen, dass es diese Debatte gibt. Und dass es auch Umfragen in den USA gibt, nach denen 2 Drittel der Wähler der Meinung sind, Biden wird, selbst wenn er Präsident wird, das nicht bis zum Ende der Amtszeit schaffen. Der ist auf. Okay, du sprichst gerade den Artikel an, ich blende ihn kurz ein. Unruhen, Geburtsrecht, Spott, Streit und Demenz, das russische Fernsehen über die Woche in den USA. Also sprich der russische Nachrichtenüberblick weltweit. Da wird eben auch auf die Demenz von Joe Biden eingegangen. Ja, und auch darauf, also das Thema wird ja in Deutschland ausgespart. Und wie gesagt, es gibt ja Umfragen in Amerika, die sagen, 2 Drittel der Leute glauben nicht, dass Biden die Amtszeit schafft. Der ist so kaputt, das geht nicht. Ja? Findet in Deutschland alles nicht statt. Und deswegen Und das natürlich umso mehr und umso interessanter die Frage, wer wird ihn denn als Vizepräsident durch seine Präsidentschaft begleiten oder ersetzen, wenn dann wirklich es heißt, so, er kann jetzt nicht mehr. Er muss jetzt aus gesundheitlichen Gründen, wahrscheinlich wird dann ein Schlaganfall oder irgendwas wird dann erzählt und dann muss eben der Vizepräsident eingeschworen werden. Und das wäre in diesem Fall ja tatsächlich die erste Präsidentin, weil Kamala Harris ist die gesetzte Vizekandidatin von Joe Biden. Also sprich, wir haben jetzt einen Mensch, der das Amt bekleiden wird. Zum einen eine Frau, dann noch eine farbige. Also sprich, Schwarze ist es nicht. Das haben wir beim letzten Mal schon irgendwie
in unserer Sendung festgestellt wird, man weiß gar nicht, wie man es bezeichnen soll. Sie ist indisch. Der Witz ist ja, sie wird trotzdem als Schwarze bezeichnet in den Medien. Die Abstammung ist aber, sie ist indisch-jamaikanisch. Was war da irgendwie? Ja, jamaikanisch, der Vater ist tatsächlich Schwarze. Ja. Der ist von, also, das ist auch eine spannende Geschichte übrigens. Ihr Vater stammt, also ihr Großvater, besser gesagt, ihr Großvater behauptete sein Leben lang, er wäre ein Abkömmling von Sklavenhaltern. Er behauptet, er ist das Kind, das uneheliche Kind des eines Sklavenhalters. Seine Mutter war noch Sklavin, also die Urgroßmutter von Kamala Harris. Ja. Der Großvater behauptet sein Leben lang, eben, er wäre dann Abkömmling von diesem Plantagenbesitzer gewesen. So, und nun ist, also, ne, da ist schon afrikanisches Blut drin bei ihr. Aber wie gesagt, die ist ziemlich gemischt. Und jetzt, da ist noch Indisch drin. Und wie gesagt, dann anscheinend schwarz und weiß und Indisch. Aber sie wird in den Medien als Schwarze dargestellt. Das ist wieder, das ist PR in Amerika. Ne? Es geht darum, dass sich die Black Lives Matters, die Schwarzen, mit der Kamala Harris solidarisieren, obwohl die gar nicht schwarz ist. Ich meine, was hat Indien mit Afrika zu tun? Aber Naja, aber so der Gedanke ist ein bisschen abwegig, weil dunkelhäutig ist ja jetzt nicht auf einen Mensch aus Afrika oder afrikanischer Abstammung zurückzuführen, sondern Black Life ist Afrika. Also Indien, ich glaube, du würdest keinen Inder finden, der sagt, er ist black. Da hört's auf. Aber die Rassismusdebatte ist ja nicht an das Land geprägt, sondern oder gekoppelt, sondern es geht darum, dass dunklere Hautfarben diskriminiert werden. Das ist ja das Eigentliche. Deswegen verstehe ich schon, dass es für Menschen mit dunkler Hautfarbe eine Identifikationsfigur sein kann. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Also das ist jetzt vielleicht ein Feigenblatt für viele. Die ist ja gar nicht afrikanisch, aber trotzdem zählt sie als Identifikationsfigur. Und insofern kann ich's durchaus nachvollziehen und finde es auch legitim, ja, dass die sagen, hey, die ist eine von uns. Weißt du? Ja, gut, aber die Medien spielen es, wie gesagt, tatsächlich, die befeuern das. Also ihre indische Abstammung wird nicht thematisiert, sie wird immer in die schwarze Ecke gestellt. Ist, wie gesagt, es geht um die Wählerstimmen dabei. Wenn man eigentlich sagen würde, sie ist gar nicht schwarz, dann das hörst du jetzt in den Medien nicht. Es geht immer, ja, die ist so solidarisch mit den Armen und so. Ja, aber wer ist die denn? Wer ist denn Kamala Harris eigentlich? Ja, was man weiß, sie war Staatsanwältin und deine Schnüffelnase hat gleich mal wieder irgendwie geschnüffelt und hat festgestellt, ups, da war ja was, weil der Titel von diesem Artikel von dir heißt ja, hat Kamala Harris als Staatsanwältin pädophile Priester geschützt? Das ist ja jetzt auch keine Nachricht, die wir morgen beim ZDF hören werden wahrscheinlich. Ja, also das ist wie meine Schnüffelnase war es nicht. Ich habe nur wieder russische Nachrichten geguckt, da kam es. Und dann habe ich mir gesagt, ach, Google hilft. Und dann kannst du es googeln und findest relativ schnell, dass es in den USA tatsächlich den Skandal gibt. Die Kamala Harris hat ihre Karriere begonnen. Da war sie zufällig gerade die Geliebte, Freundin, was auch immer, des Bürgermeisters von San Francisco. Dann wurde sie da Staatsanwältin. Und dann hat wurde ihr sie, zumindest nicht geschadet, sagen wir es mal so. Das hat ihr nicht geschadet, nein. Das war eine sinnvolle Freundschaft. Dann wurde sie gewählt zur Generalstaatsanwältin, und also von Kalifornien. Und als Generalstaatsanwältin hat sie im Wahlkampf übrigens auch von Trump Geld bekommen, der hat auch bezahlt, hat sie unterstützt damals, aber eben auch von über Ecken von Organisationen katholischer Priester. Und in Kalifornien gab es einen riesen Skandal, von wegen Priester haben über Jahrzehnte, ne, wie überall auf der Welt wohl, Minderjährige bedrängt, sexuell missbraucht. Und da gab es riesige Aktenberge über solche Vorfälle und die sind bei ihr also alle ganz wunderbar in der Schublade verschwunden. Ach, sieh mal an. So, wie gesagt, das ist jetzt, ne, das ist ein Skandal in den USA, also in Kalifornien vor allem, wo es eben darum geht, ja, wie kann das denn sein, sie kriegt von denen Geld und dann ermittelt sie gegen die nicht. Da ist, ne, ist also eine Geschichte, die hat ein gewisses Geschmäckle, um das Wort mal wieder zu benutzen. Ist denn das so ähnlich in Amerika wie auch bei uns, dass, also wir haben es ja schon oft erwähnt, Paragraph 146, welches Gesetz steht es drin? GVG, Gerichtsverfassungsgesetz. Da ist nämlich der Staatsanwalt weisungsgebunden gegenüber dem Minister. Oder der Minister kann Weisungen angeben an den Staatsanwalt. Siehe Barschel, siehe all die Affären, die wir schon aufgezählt haben. Was kann denn die amerikanische Staatsanwältin oder Generalstaatsanwältin aus Eigeninitiative wirklich machen? Oder wird die zurückgepfiffen? Das kann ich dir nicht sagen, wie groß da der Einfluss des Justizministeriums ist. Der ist in irgendeiner Form da, aber in Amerika ist es so, dass die Staatsanwälte eben, das Justizministerium kann sie nicht absetzen. Ja, in Deutschland können sie im schlimmsten Fall auch absetzen, wenn er nicht hört.
In Amerika werden sie gewählt. Das heißt, die haben schon eine gewisse Unabhängigkeit. Aber das führt natürlich auch dazu, dass wenn sie jetzt sagt, ich packe diese Dinger in den Aktenschrank und gucke da nicht rein, die pädophilen Akten der Priester, dass da auch kaum einer was machen kann. Weil sie kann ja entscheiden, wo sie ermittelt. Verstehe. Okay. Ja, also es geht da weniger um Anweisungen von oben. Die gibt es da, glaube ich, auch in irgendeiner Form. Aber wie gesagt, die sind unabhängiger in Amerika deshalb, weil sie eben Heißt gewählt. also, wenn du jemand hinbringst auf so eine Position, und die sind ja, glaube ich, auch auf Lebenszeit gewählt, dann Nein, nein, hast nein. das nicht? Nein, das gilt nur Für für die Richter, bei den Oberste Richtern war das. Genau, ja, da, Staatsanwälte ach ja. müssen sich regelmäßig zur Wahl stellen. Aber das bedeutet natürlich auch, sie brauchen regelmäßig Spenden. Und dass jetzt ein Staatsanwalt mit Spendengeldern von Organisationen, einer Wirtschaftsbranche, was auch immer gefördert wird, und dann gegen die vorgeht, streng, ist zumindest unwahrscheinlich. Ja, also das heißt, wir haben in Amerika nicht so sehr das Problem, dass der Staat von oben durchgreift wie in Deutschland. Wir haben eher das Problem, dass das System, wie Staatsanwälte ins Amt kommen, hochkorrupt ist. Die brauchen Spenden. Und dass sie ihre Spender hinterher juristisch verfolgen, ist eher unwahrscheinlich. Ja, ist klar. Und was denkst du von ihr insgesamt als Politikerin? Weil das eine ist ja Staatsanwältin und sich auskennen in Gesetzen und Gericht und so Nee, weiter. das ist noch nicht alles. Staatsanwälte, die hat ja noch mehr gemacht. Die Kamala Harris, die jetzt als die große Solidarin der Schwarzen gefeiert wird, hat 15.000 überwiegend schwarze Amerikaner in Kalifornien als Generalstaatsanwältin in den Knast gebracht, Wegen was? weil sie mit unglaublicher Härte gegen den Konsum von Marihuana vorgegangen ist. Ui, ganz schlimm. Ja, Furchtbar. das war damals noch illegal. Es wurde 2016, wir haben es vor der Sendung noch recherchiert, 2016 wurde es legalisiert, aber sie, glaube ich, 2009 wurde sie Generalstaatsanwältin. Und hat hier zehntausende Kiffer eingesperrt, weil es so Die hat schlimm ist, ja. 15.000 Kiffer eingeloggt. Ja, dann war sie aber noch nie in Kalifornien unterwegs, weil da war das ganze Land stand in einer Dampfwolke schon vor der Legalisierung eigentlich, ja. Ja, und es waren überwiegend Schwarze, aber jetzt soll sie die Symbolfigur für Black Lives Matter gewesen sein. Ja, also es ist Verarschung, wo du hinguckst. Es ist auch interessant, wenn man dann als Politiker irgendwann mal diese Linie so Jahre und Jahrzehnte lang durchgefochten hat, dass man sagt, ganz schlimme Droge, ganz, ganz schlimm, Verwahrlosung der Jugend und so weiter. Und plötzlich entscheidet der eigene Staat, den man ja eigentlich vertritt, und sagt, das müssen wir jetzt revidieren, du hast da nicht ganz recht. Was machen die denn dann mit ihrem alten Weltbild? Das müssen sie ja dann auch in die Tonne klopfen eigentlich. Das musst du die fragen. Also, ich meine, Das muss ich mit wie meinem gesagt, Psychiater besprechen. Das werde ich meinem Psychiater fragen dann demnächst. es gibt ja auch Sachen, die machst du auf Anweisung. Wenn du irgendwo arbeitest, dann ändert der Chef seine Meinung, da musst du was anders machen, ob es dir gefällt oder nicht. Das sehen wir auch, das sehen die meisten täglich bei der Arbeit, dass sowas passiert. Das würde ich jetzt gar nicht so hochhängen. Was ich hochhänge, ist die Tatsache, dass die deutschen Medien über die ganzen Affären und Skandale von Kamala Harris nicht berichten, dass sie als Black Lives Matters Symbolfigur jetzt aufgebaut werden soll, als Sympathiefigur, während sie als Generalstaatsanwältin die Schwarzen von der Straße verhaftet hat. Ne? Und wie gesagt, es geht ja bei Black Lives Matters unter anderem um dieses unglaublich kräftige Verhaften von Schwarzen. Das hat sie als Generalstaatsanwältin selber durchgepeitscht. Jetzt plötzlich soll sie jetzt als Symbolfigur dagegen stehen. Also das ist alles, wie gesagt, hinten und vorne gelogen. Ansonsten kann man über die Frau sagen, sie ist sehr transatlantisch, sehr antirussisch und so weiter. Also das ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt so die ersten Aussagen von ihr höre, das ist mindestens Hillary Clinton. Die Frau ist absolut nicht ohne. Okay. Ja, wir werden es verfolgen, ne? Wir werden ja auch in unserer Wahlnacht ganz intensiv drüber nachdenken, was da alles passiert. Ich habe übrigens einen neuen Korrespondenten akquiriert. Der Gast unserer gestrigen Sendung wird wahrscheinlich auch mitmachen, und wir werden noch etliche andere Leute dazu holen, weil, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir planen eine Live-Sondersendung zur Wahlnacht in Amerika mit Korrespondenten schalten in die ganze Welt. Wir haben schon Los Angeles und St. Petersburg, und mal gucken, was wir sonst noch auf der Welt erreichen können. Und da brauchen wir halt natürlich dann viele Stimmen, um die ganze Wahlnacht mit Info zu füllen, weil nur den Stein, den Höfer und den Stoner anzuschauen, das wird auf Dauer dann auch langweilig, ja. Ja, unerhört, ne? Homeoffice klaut unsere Idee von Tacheles. Das war mal meine Idee, jetzt macht ihr es bei Homeoffice. Du bist ja Unerhört. da dabei. Du bist ja hier, Ach, der, du bist der, der, Scherz. du bist ja Ach, in der, Scherz. du bist in der Standleitung drin. Außerdem gibt es von dir noch keinen Comic, also musst du dich erst noch bewähren, ja. Okay.
Okay, lass uns noch zu unseren Themen kommen, bevor wir hier ganz abschweifen. Wir sind schon wieder weit in der Zeit, ja. Also, wir haben noch ein Thema vorbereitet und zwar geht es auch mehr oder weniger gleich wieder um die Wahl. Der Artikel heißt, Briefwahl ist nicht gleich Briefwahl, wie unwahr die Medien über den Streit im US-Wahlkampf berichten. Und wir haben ja auch in einer unserer letzten Sendungen schon darüber gesprochen, wie kontrovers diese ganze Nummer ist, eigentlich wie kritisch die Briefwahl eigentlich in Amerika ist. Da sind der Manipulation ja eigentlich Tür und Tor geöffnet. Was ist dein neuer Kenntnisstand in dieser Sache? Ja, der Kenntnisstand ist nicht neu. Also zur Erinnerung, die Briefwahl, das Problem dabei ist, dass jetzt die Demokraten wollen, dass einfach nach Wahllisten Briefwahlunterlagen an alle Wähler verschickt werden. So, Problem dabei, die Wahllisten in den USA sind Müll. Es gibt kein Meldewesen, die sind ungenau. Das heißt, du weißt im Grunde gar nicht, wer kriegt die Wahlzettel. Wenn einer ins Wahllokal geht mit seinem Wahlzettel, dann kannst du sagen, hier ist der Ausweis, hier ist der Zettel, passt. Aber wenn du die Dinger verschickst und sie danach anonym in Briefkästen geworfen werden, dann weißt du weder, wer sie kriegt, du weißt nicht, wer die Kreuze macht, du weißt nicht, also du weißt gar nichts. Das heißt, obwohl die Medien immer behaupten, Trump hätte keine Belege für angebliche Wahlfälschung bei Briefwahl, das, was jetzt geplant wird von den Demokraten, nämlich pauschal Verschicken von Briefwahlunterlagen an alle, da ist der Manipulation Tür und Tor geöffnet, selbst wenn es keiner will, du kannst gar nicht ohne, weil die Wahllisten schon scheiße sind. Aber was die Medien machen, und das ist mir jetzt erst aufgefallen, sie schmeißen die Sachen in einen Topf. Jetzt hatten wir vor ein paar Tagen die Meldung, Trump schimpft über Briefwahl, aber hat selbst Briefwahlunterlagen angefordert. Haha, was ist das für ein Spinner? Der Witz ist folgender. Es gibt in den USA eine Briefwahl, mit der Trump gar kein Problem hat. Nämlich die ganz normale klassische Briefwahl, die so funktioniert. Ich bin nicht zu Hause oder was auch immer. Ich gehe ins Amt und fordere Briefwahlunterlagen an. Ja. Ich zeige mal Ausweis vor, ne? Ich bin im Wählerverzeichnis, hier ist mein Ausweis, ich gebe mir die Unterlagen. Weil jemand vielleicht an dem Tag weg sein wird und er weiß genau, er kommt nicht zur Wahl, das ist ja bei uns auch so. Zu Hause, verreist, ist egal. Ja. Wie in Deutschland auch. Auch in Deutschland gibt es ja Briefwahl. Ja. Muss man auch anfordern. Ich bin der und der und ich hätte gern. So, gegen diese Briefwahl hat Trump nichts. Also wer jetzt wirklich Briefwahl machen will, kann das gerne tun in den USA. Aber die Medien stellen diesen Unterschied gar nicht heraus. Ja, das heißt, sie zeigen nicht, dass Trump Briefwahlunterlagen nach dem klassischen Ding angefordert hat, wo er auch kein Problem mit hat. Ja? Sondern sie tun so, als wenn Trump über Briefwahl komplett, wie sie Vermüll findet und sich selbst widerspricht, weil er die Unterlagen anfordert. Ist Blödsinn. Ja? Es ist unterschiedlich bei Schuh, ob jeder in der Wählerliste, die ungenau geführt ist, Briefwahlunterlagen kriegt. Da sind Leute, die sind tot, da sind Leute, die sind weggezogen. Ja, da wohnt dann jetzt ein anderer und der hat dann plötzlich, weiß ich, 2, 3 Wahlzettel, weil da waren eine Familie mit 3 Wahlberechtigten in der Wohnung. Kriegt er 3 Wahlzettel, super, wen will ich denn? Ja? Wie gesagt, diese Briefwahl, die Demokraten fordern, ist Betrug. Und Trump ist völlig zu Recht dagegen, aber jeder, der Briefwahl machen will, auch sei es, weil er Corona-Angst hat, der darf zum Amt gehen und sagen, hier bin ich, gib mir die Briefwahlunterlagen. Da hat keiner ein Problem mit. Ist nicht nur Betrug, sondern... Das verschweigen die Medien komplett. Ist nicht nur Betrug, sondern eigentlich auch ein Grad dafür, wie groß die Verzweiflung auf Seiten der Demokraten sein muss, weil die Stimmen, die ich aus Amerika bekomme, wir haben mit einigen Leuten da drüben Kontakt, sagen eigentlich alle, Trump ist mehr oder weniger gesetzt. So die Stimmung, das Stimmungsbild in Amerika zeigt eigentlich trotz dieser ganzen desolaten Wirtschaftssituation und Corona eigentlich immer noch auf Richtung 4 more years, weißt du? Ja, immer Vorsicht, Stimmungsbild, das sind einzelne Leute. Wenn du mich jetzt hier in Petersburg nach dem Stimmungsbild fragen würdest, dann müsste ich sagen, mehrheitlich gegen Putin. Weil in den großen Städten Moskau und Petersburg ist Putin nicht so beliebt. Er ist in den kleineren Städten, hat er seine Mehrheiten. Stimmungsbild ist sehr subjektiv. Ja, natürlich. Aber das sind die Stimmen, die ich gehört habe. Und das haben mir einige jetzt schon gesagt. Und ich kenne jetzt wirklich einige Leute aus Amerika. Und da könnte einer mal sagen, ja, ich glaube eher, dass es Joe Biden wird. Aber das traut ihm einfach niemand zu. Ja? Und ich meine... Egal, das müssen wir jetzt nicht aufgreifen. Für mich ist die spannende Frage, die wirklich spannende Frage ist, Ende September, das ist ja auch toll, ne? Die Briefwahl soll ab Anfang September möglich sein. Diese pauschale Briefwahl. Ja, ja. Und jetzt fordern die Demokraten schon, möglichst früh zu wählen, weil es könnte ja sein, dass die Post wieder zustellen und lange braucht. Das ist ja auch Schlagzeilen jetzt, ne? Man soll also möglichst schnell schon Anfang September seine Stimme... Ich verstehe, weil die Stimme ist schon weg, ja, und was dann kommt noch... Die TV-Debatten kommen Ende September, wo der Biden sich so richtig blamieren kann, weil er seinen Namen nicht schreibt. Ja, geht's noch plumper eigentlich. Ja, aber der Witz ist folgender, ich bin gespannt, ob es die Debatten geben wird.
Aha. Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass die Demokraten irgendwie um die Ecke kommen Mitte September. Oh, Debatten, zweite Welle, Studio, In schweinegefährlich. Corona. Ja. Also, ich bin noch nicht sicher, ob wir die Debatten wirklich sehen. Und wenn, der hat vielleicht einen Knopf im Ohr, weil es gibt auch von George W. Bush eine Aufzeichnung von einer Debatte, wo er so einen komischen Kasten hinten am Rücken hatte. Man hat wirklich gesehen, da war, entweder hat er einen Knopf im Ohr gehabt, der Transmitter, und er hat auch bei dem, was er gesagt hat, plötzlich dann mal so einen Satz reingebrochen, let me finish, let me finish. Und es hat ihn gar niemand unterbrochen. Da hat er wahrscheinlich zu dem Mann im Ohr gesprochen. Also ja, Vorsicht, das mit dem Kasten am Rücken würde ich vorsichtig nehmen. Das kann auch genauso gut der Kasten vom Ansteckmikrofon sein. Nope, no. Das ist mein Job. Ich habe schon hunderte Leute verkabelt mit Mikrofonen und am Rücken in einem engen Jackett. Wenn ich das mache, kann ich gleich nach Hause fahren am Set. Ja? Das macht man am Gürtelbund oder in der Hosentasche. Und ganz dezent, bei Damen gibt es einen Umschnallgurt an der Taille oder am Oberschenkel, dass das innen drin ist. Also kein Tontechniker im Studio wird einem Präsidentschaftskandidaten den Funksender vom Mikro auf den Rücken knallen. Never ever. Warum tut er ihm dann das Ding da irgendwo? Das hat keine Ahnung, warum er das drin hatte. Das ist ja seit Jahren ein Rätsel, was das eigentlich war. Ne? Aber egal. Es geht um den Punkt. Ich vermute auch, dass eine Fernsehdebatte mit Joe Biden vor Live-Publikum desaströs ausfallen würde, weil, wie wir sehen, seine Aussetzer offensichtlich fortschreitend schlimmer werden. Also ich sag mal so, die Sache mit dem Knopf im Ohr glaube ich nicht wirklich. Die Trump-Leute sind ja auch nicht doof. Und wenn die jetzt vermuten, dass da ein Knopf ins Ohr kommt, dann können sie nur die Funkfrequenzen abhören. Und können dann ganz gezielt eine Frequenz stören und den Knopf ausschalten. Wäre natürlich auch toll, wenn er so ein Dauerpfeifen also, draufkriegt, ja so. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Also von daher, wenn die Demokraten mit so einem Funkmikrofon mogeln, ich glaube, dann kriegt der Biden ganz furchtbar Stechen. Also das, ich glaube, so eine Nummer wird nicht durchgehen. Ja. Also, vermutlich wird es in die Richtung hinausgehen, dass die Debatten abgesagt werden wegen irgendeiner vorgeschobenen Sache, Corona, bla bla bla, wir können den Mindestabstand nicht einhalten, was Quatsch ist, die stehen ja immer mindestens 5 Meter auseinander bei diesen Stehpulten. In den und der Biden versteckt sich ja schon seit Monaten praktisch ununterbrochen in seinem Keller. Ja. Das ist ja nur in seinem Grundstück, der ist ja nur rausgeflogen mal zu zwei Anlässen. Einmal zur Beerdigung von George Floyd für schöne TV-Bilder und zweitens zu seiner eigenen Nominierung, als er in dieser Sporthalle stand, wo 6 Journalisten zugelassen waren, mit viel Abstand. Und er dann in dieser leeren Sporthalle vor 6 Journalisten, übrigens auch, wurde in Deutschland nicht berichtet. Ne? Ja, ja. Die Nominierung hat eine Stunde Verspätung gehabt, weil da war der Stromausfall. So die Pannen haben die deutschen Medien verschwiegen. Sie mussten da warten, weil in der Turnhalle war das Licht aus. So, und dann kam seine Nominierung, da hat er seine Rede gehalten und Harris hat die Rede gehalten und nur 6 Journalisten haben geklatscht. Und dann wurden die Journalisten rausgeschickt, weil die beiden haben dann zusammen noch ihre Unterlagen ausgefüllt für die Kandidatur offiziell. Da wurden die Journalisten rausgejagt, damit sie keine Fragen stellen. Bloß den beiden nichts fragen, das tut man nicht, der könnte antworten. Also für die Demokraten ist jeder Tag toll, wo sie den Kerl im Keller einsperren können. Und das in der Hochphase oder jetzt in der kommenden Hochphase eines US-Wahlkampfs, wo ja, der Kandidat normalerweise 18 bis 20 Stunden am Tag Hände schüttelt und unterwegs ist mit dem Bus, mit dem Zug, mit dem Flieger. Und so weiter, genau, Corona, so ein Zufall diesmal nicht. Und auch den Parteitag, also ich will gar nicht wissen, wenn der Biden beim Parteitag jetzt auftritt, der ist ja virtuell, läuft ja gerade, wo wir hier Sendung machen, läuft ja gerade, zweiter Tag. Ich würde wirklich gerne mal wissen, wie viel von dem, was der Biden da sagt, live ist und wie viel vorher aufgezeichnet wurde. Das ist mit Sicherheit auch ordentlich getürkt. Also. Wir werden sehen. Thomas, wir haben noch 2 Themen auf der Liste stehen. Ja. Und zwar ist das einmal ein Schwenk in eine ganz andere Richtung auf der Welt. Und zwar geht es um diesen Artikel: Bewegung hinter den Kulissen. Putin lässt offizielle Erklärung zum iranischen Atomabkommen verlesen. Wir haben vorhin noch gesprochen, ob wir darüber sprechen. Du hast gesagt, das ist sehr wichtig. Was ist die Botschaft und warum ist es so wichtig? Also was heißt wichtig? Es ist ein bisschen interessant, weil es war, da ist hinter den Kulissen ein bisschen was los, ganz offensichtlich. Und zwar hat der Lavrov, der Außenminister der Russische, ist plötzlich im Fernsehen, ich habe hier gesessen, gearbeitet, ich habe ja Nachrichtensender laufen, plötzlich war der Lavrov im Bild und der sagte, im Auftrag von Präsident Putin verlese ich folgende Erklärung. Und das hatten wir also noch nie. Das habe ich noch nie gesehen, dass sowas kommt, das war einmalig. Und dann hat er eben die von mir im Artikel der übersetzte Erklärung zum Iran verlesen, wo er eben
ganz klar die USA beschuldigt, alles mögliche an Völkerrecht zu brechen in Sachen Iran-Sanktionen, Atomprogramm und so weiter. Und auch den Westen auffordert, den USA nicht mehr zu folgen, weil das einfach alles auf keine Kuhhaut geht und auch die Kriegsgefahr vor Ort in der Gegend, in der Region enorm steigert und so weiter. Und siehe da, das war tatsächlich was mit den Kulissen los, denn ein paar Tage später, ein oder zwei Tage später, gab es eine Abstimmung im UN-Sicherheitsrat genau über dieses Thema, nämlich über die Verlängerung des Waffenembargos gegen den Iran. Und Überraschung, außer den USA und der Dominikanischen Republik hat niemand dafür gestimmt. Selbst die europäischen Mitglieder des Sicherheitsrats und seien es auch nur vorübergehend, haben sich der Stimme enthalten. Also da ist der Westen, also die USA waren völlig isoliert. Dominikanische Republik waren die einzige, die mit ihnen gestimmt haben, von den 15 Mitgliedern, die der Sicherheitsrat insgesamt hat. Die DOMREP ist ja auch ein politisches Schwergewicht, ne? So. Ja gut, die sind eben da drin. Aber wie gesagt, es gab also mehr Nein-Stimmen und die westlichen Vasallen der USA, die normalerweise überall die Hand heben, wo die USA das sagen, haben sich enthalten. Also das heißt, in Sachen Iran passiert wahrscheinlich hinter den Kulissen im Augenblick eine Menge, dass solche Sachen passieren. Dass der Putin plötzlich den Lavrov ins Fernsehen schickt, das habe ich noch nie gesehen, gab es noch nie. Mhm. Mit den Worten, ich verlese im Auftrag von Putin folgende Erklärung. Und dann kommt zwei Tage später die Abstimmung und zack, bumm, der Westen folgt den USA nicht. Was war da los? Okay. Ja, also ich weiß es noch nicht. Ich bin jetzt auch noch am Recherchieren. Wahrscheinlich werden viele es auch später hinkriegen, weil das wirklich wahrscheinlich da in verschlossenen Büros besprochen wird. Aber ich wollte damit nur sagen, der Artikel gehört in die Sendung, weil da passiert irgendwas. Okay, also du hast ein offenes Ohr schon für diese Nummern und sobald es da etwas gibt, wirst du uns natürlich dann auch informieren, ja. Ja, in welche Richtung das geht, vielleicht setzen sich die USA am Ende wieder durch, aber es passiert da gerade was in Sachen Iran. Dann bleibt uns nur noch ein Thema übrig und bevor wir dazu kommen, gibt es eine kleine technische Pause. Ich erkläre es gleich, warum. Und dann kommen wir zum letzten Punkt unserer heutigen Sendung. Dein Artikel, The Great Reset, was kommt nach Corona? Also sprich, da willst du nochmal, in diesem Artikel gehst du ja nochmal auf den großen Gedanken ein, was heißt das eigentlich alles und auf welche Zeit steuern wir eigentlich jetzt zu? Das ist etwas, was wahrscheinlich den meisten unseren Zuschauern unter den Nägeln brennt, diese Frage. Kannst du uns deine Gedanken dazu mitteilen, was du glaubst, was jetzt im Herbst kommt? Ja, wir wissen, dass jetzt die Insolvenzwelle dann groß losrollen wird ab 1. September. Vielleicht verschieben sie es noch ein bisschen, vielleicht aufs erste Quartal im 2021. Aber dass de facto eine große Umwälzung kommen wird, es dürfte eigentlich niemanden überraschen. Und wie sind deine Einschätzungen, Thomas? Ja gut, das ist eine Sache, die passt auch zu unserer letzten Sendung noch. Da haben wir ja erstmal rausgearbeitet, warum ich der Meinung bin, dass die Unterstützer der Demokraten diese Corona-Panik schüren. Und dass es um die Wiederwahl von Trump geht. Aber das ist natürlich nicht alles. So schlimm ist Trump auch wieder nicht. Das Problem ist in meinen Augen, dass die Frage, wobei könnte Trump stören in seiner nächsten Amtszeit? Und es gibt ja nun reichlich Experten, und ich gehöre auch zu denen. Ob ich Experte bin, kann sich ja selbst entscheiden. Aber ich gehöre zu den Menschen, die warnen, dass das Finanzsystem vorm Kollaps steht. Ja, also wir haben eine Blasenbildung überall. Die Krise von 2008 ist nie gelöst worden. Sie wurde mit ungezählten Milliarden von Zentralbankgeld übertüncht. Und es haben sich nun Blasen gebildet in Aktienmärkten. Also allein die Tatsache, dass wir jetzt alle reden von der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten, aber die Aktien gehen auf Rekordhoch. Also wir sehen, es ist so viel Geld im System, keiner weiß wohin damit. Normalerweise müssten die Aktienkurse in den Keller rutschen auf Rekordtiefstände. Sie tun das Gegenteil. Das heißt, das Finanzsystem ist völlig außer Kontrolle und aus dem Gleichgewicht und das muss irgendwann platzen. Irgendwann muss da was passieren. Ob das dann ein neues Finanzsystem bedeutet oder ob sie dann vielleicht Negativzinsen einführen und das nochmal wieder über den Berg retten, eine Zeit lang, wer weiß. Aber Tatsache ist, es wird wohl was passieren und das sieht man auch auf der Seite des Weltwirtschaftsforums. Da gibt es ein Programm, über das sie schon fleißig Konferenzen führen, das nennt sich The Great Reset, also der große Reset, die große Neustart. Und das geht darum, dass sie im nächsten Jahr in der Wirtschaft allerhand neu starten wollen. Wird natürlich jetzt formal mit Corona begründet, aber das Finanzsystem war ohnehin platt. Und vermutlich ist es so, dass die Leute, die da jetzt die Fäden bei den Demokraten ziehen, und wie gesagt, das geht ja bis in den IWF, bis in die Weltbank,
in die transatlantischen Thinktanks, das ist ja wirklich eine Macht, dass die offensichtlich Ideen haben für diesen Neustart, für das, was da mit der Wirtschaft im nächsten Jahr passiert, was sie vielleicht mit Trump nicht durchsetzen können. Und dass Trump eben genau deshalb auch weg muss. Okay. Ich will das am Beispiel zeigen. Also 2008 hatten wir die große Finanzkrise. Dass die kommt, war kein Geheimnis. Ja. Ich war ja damals noch in der Karriere. Ich war damals Vorstand 2003 bis 2006, Vorstand bei einer russischen Versicherung. Und die gehörte einer Bank. Also unser Aktionär war eine Bank. Und dann kam eines Tages der Vorstandsvorsitzende zu mir und sagte: Thomas, die Bank ist gekommen mit einer Idee. Wir können ja deren Kredite versichern. Für diese Sachen war ich zuständig. Und er hat gesagt, mach das mal, mach mal ein Programm. Da habe ich gesagt, musst mich feuern, mache ich nicht. Und ich sage, du willst das auch nicht. Ich sage, warum das denn? Ich sage, ganz einfach. Die Bank gibt dann Kredite raus, ist völlig aus dem Risiko. Die schmeißen jedem Geld nach, der bei drei nicht auf dem Baum ist. Und wenn das an die Wand fährt, dann zahlst du die Rechnung. Und dann musst du dich hinterher noch vom Aktionär rechtfertigen, warum deine Zahlen scheiße sind. Ich sage, willst du das? Sagt er, nö. Sage ich, genau. Also sage ich, sollen sie der Konkurrenz geben? Wir wollen das Geschäft nicht. So, aber genau das ist ja in Amerika damals passiert. Das heißt, damals gab es schon Diskussionen, die habe ich da in Moskau damals geführt, habe gesagt, was in Amerika passiert mit den Hypothekenfinanzierungen und damit, dass sie diese Kredite dann alle verkaufen und versichern, das wird zu einem Crash führen. Das geht nicht anders. Ich wusste nicht wann, ich wusste nur das. Der kam 2008, dieser Crash. Also wer sich ein bisschen auskennt in der Materie, ne, so. Und wir haben jetzt die gleiche Situation. Der Crash wird kommen. Ich weiß nicht, was danach kommt. Aber natürlich weiß nicht nur ich, dass der Crash kommt, das wissen auch die, die Entscheidung treffen. Und 2008 war es ja sehr sinnvoll. Sie haben ja gerade rechtzeitig zum Finanzminister den ehemaligen Chef von Goldman Sachs gemacht, der dann auch prompt als Finanzminister Druck gemacht hat. Wir müssen sofort da 600 Milliarden oder was das war in das Bankensystem pumpen, aber nicht an den Hauptkonkurrenten Lehman Brothers, der geht pleite. Ja, sondern Goldman Sachs. Ja, so Goldman Sachs und die anderen, ja, Lehman Brothers nicht. Und entschieden hat es der ehemalige Chef von Goldman Sachs. Und der hat das also in den Parlamenten in den USA innerhalb von Tagen durchgedrungen. Die haben mit Ausnahmezustand gedroht. Die Welt bricht zusammen. Ihr müsst sofort 600 Milliarden freigeben. Mhm. Da kam doch der Begriff auch her, too big to fail. Ja, genau. So, und das war also, ne, die waren alle nicht überrascht. Die wussten, dass es passiert. Sie wussten vielleicht sogar wann, weil sie dann den entscheidenden Kick in den Markt selber reingeschossen haben. Okay, das heißt, wir haben jetzt wieder eine Situation, wo die Analysten und Experten alle sagen, dieser große Kollaps steht unmittelbar bevor, durch Corona natürlich noch weiter angefeuert, die ganze desolate Wirtschaftslage auf der ganzen Welt, und wir stehen wieder vor so einer großen Umwälzung. Ja, aber noch eine größere, weil wenn du guckst, wie, ne, der Ernst Wolf erklärt das immer sehr gut, wenn du guckst, die erste Krise 98, die kostete 1,5 Milliarden, haben die Banken noch selber gelöst. 1,5 Billionen? Nee, Milliarden waren es, oder 15, ich weiß, es war irgendeine Milliardenzahl, keine große, konnten die Banken selber schützen. Da mussten sie einen Fonds retten. Das kostete 15 Milliarden. Es war nicht viel. 2008, 10 Jahre später, haben wir über hunderte Milliarden allein in den USA geredet. Und ne, siehe EU, danach Griechenland pleite. Also da ging es schon in die, ne, war schon das Zehnfache oder Hundertfache der Zahl. Wir reden jetzt nochmal über mehr. Ja. Also, das heißt, Billionen, Billionen Dollar. Es wird ein Riesencrash. Und wie gesagt, den kann man wahrscheinlich aufhalten, wenn man oder nochmal unter Kontrolle bringen, wenn man Negativzinsen einführt, dann können sie es nochmal 10 Jahre halten. Aber Tatsache ist, die Welle wächst. Von Krise zu Krise, weil das Problem wird nie gelöst. Es wird nur mit Geld zugeschmissen. Ja. Und du brauchst jedes Mal mehr Geld. So, und das ist vermutlich, ich habe mich in das Great Reset-Programm noch nicht endgültig reingelesen, aber es geht in die Richtung, was ich schon gelesen habe, es geht, schreiben die auch ganz offen, um die Umverteilung von Eigentumsrechten. Sprich, es geht darum, dass im Grunde die kleinen und mittleren Firmen neu aufgeteilt werden. Also wahrscheinlich gehen die pleite und den Markt, also wo jetzt ein Restaurant im Familienbetrieb hast, kommt morgen eine italienische oder eine amerikanische Kette mit Pizza-Restaurants, übernimmt den Laden, weil die Familie pleite ist. Also es geht um die steht da drin, es geht um Neuverteilung von Eigentumsrechten. So, und ob das mit Trump, der bei seinen Wahlen auf den Mittelstand setzt, das ist ja seine Klientel, ist ja der bürgerliche Mittelstand. Mhm. Mit Trump kannst du sowas wahrscheinlich nicht machen. Das heißt, es gibt durchaus einen Grund, dass Trump weg muss. Und Corona oder nicht, das Finanzsystem hält keine 4 Jahre mehr. Ja? Also auch 2008, das hätte vielleicht auch 2009 passieren können, aber eben nicht 2013. Das war nicht mehr aufzuhalten. Und auch jetzt, es ist nicht mehr 4 oder 5 Jahre aufzuhalten. Also ich vermute, und jetzt kommen wir nächstes Jahr, nächsten Sommer sind wir schlauer,
Ich vermute, da wird nächstes Jahr eine große Umwälzung kommen und ich vermute, diese Umwälzung wird mit Trump nicht möglich sein. Der muss weg. Der muss weg. Deswegen jedes probates Mittel, jedes Mittel ist gerechtfertigt, damit Trump auf jeden Fall nicht mehr im November gewählt wird, wiedergewählt Und wird. das ist nicht, weil er böse Tweets schreibt. Das hat da. Okay. Okay, also dann sind es ja wirklich sehr, sehr spannende Zeiten, die auf uns im Herbst zurollen. Wirtschaftlich, Das, ja. gesellschaftlich. Wahnsinn. Ja. Ja, Thomas, dann würde ich sagen, in spätestens 2 Wochen wissen wir wieder mehr. In der Entwicklung, wenn es so weitergeht mit der Dynamik, wird natürlich auch darüber weiter zu berichten sein. Also zum einen bin ich jetzt sehr gespannt, wie sich die Lage in Weißrussland entwickelt. Das kann natürlich auch innerhalb von einer halben Woche plötzlich eine ganz neue Situation darstellen. Dann der außerparlamentarische Corona-Untersuchungsausschuss, der ist auch in vollem Gang. Die hauen auch ein Stück nach dem anderen raus, was nicht wirklich wahrgenommen wird, aber da tut sich einiges. Und wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, treffen wir uns auch wieder erst nach der großen Demo in Berlin, richtig? Wir haben jetzt heute den Ja, auf jeden gucken. Fall. Ja, wir Eure sind Demos dann in 10 Tagen. genau. Wir haben ja den Mittwoch, den 19. heute, und Genau. wir kommen am 21. raus. Ja, wir treffen uns 1 Woche nach der Demo. Genau, und da gibt es dann auch wieder einiges zu berichten von dem, was stattgefunden hat oder vielleicht nicht stattfinden durfte, wie auch immer. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Thomas, danke für deine Zeit, dass du dir wieder die Mühe gemacht hast, all die Dinge zu recherchieren für uns, dass du Rede und Antwort stehst und dir natürlich auch eine gute Zeit in St. Petersburg. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst wieder hören. Wir haben ja Kontakt sowieso. Und ein letztes Wort an die Zuschauer von dir. Tja, ich kann eigentlich, mein Leitspruch ist immer, bleiben Sie kritisch. Und ich glaube, im Augenblick passt der besser als alles andere. Bleiben Sie kritisch, dem kann ich mich nur anschließen. In diesem Sinn, Thomas, alles Gute, liebe Zuschauer, auch danke fürs Zuschauen nochmal. Bis zum nächsten Mal bei Tacheles mit Röper und Stein. Und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.